was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. But we have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people, no longer as much as before on the streets, now through their tablets, through their telephones, through their television screens. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. 7 Tage lang, jetzt wollen wir schaffen. Mr. Biden, tear down this wall. Tune in to Motes auf Deutsch every Sunday with Dr. Dieter Dehm. Another breach in the wall. Motes auf Deutsch, jeden Sonntag, 17 Uhr. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Was sollen wir denken, 7 Tage lang? Bullshit Storm. Aber nicht bei Mutz, auf Deutsch, mit Dr. Dieter Dehm. We don't need no education. Mutz, another breach in the wall. Ja, hallo wieder zu Mutz auf Deutsch, heute am späten Sonntagnachmittag des 2. Advent. Und es ist dem zufolge heute Nummer 30. 30 Sendungen, das ist ja ein Jubiläum, wie gestern in Bad Bergzabern bei den Nachdenkseiten, die allerdings 20 Jahre Nachdenkseiten gefeiert haben. Und heute werden wir sprechen mit dem früheren CSU-Vizevorsitzenden Dr. Peter Gauweiler und mit China und einem Deutschen, der dort Rap-Musik macht und zwar ziemlich erfolgreich mit Score. Und wir werden hinweisen auf den Grammont, den ihr zu Weihnachten verschenken könnt, in 4er, in 6er und in 12er Packungen. Da werden wir nachher nochmal etwas näher drauf zurückkommen. Das ist nicht der Apfelwein, den ich aus meiner Heimat hier mitgebracht habe. Und ja, ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dieser Sendung habt, mit den Spenden. Das ist das, wo wir von euch abhängig sind. Und dann natürlich auch mit den Anrufen, die garantiert kostenlos sind und die Nummer wird dann immer auch eingeblendet. Gleich geht's richtig los. Bullshit Storm, aber nicht bei Mutz auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. Mutz auf Deutsch mit Talking Head Dr. Dieter Dehm. Auf der Jagd nach dem verborgenen Schatz der Fakten. Ja, ich bin gefragt von Gerhard aus Stuttgart, was Breach in the Wall heißt und warum ich da tanze mit George Galloway Arm in Arm. Also das heißt nicht Bridge in the Wall, sondern Breach, ein Riss in der Mauer, die gebaut ist, um Meinungen, Wählerschaften, Menschen voneinander zu trennen, nach dem schönen Satz Divide et Impera, also teile und herrsche, je mehr du die Untertanen aufteilst, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, desto mehr kannst du deine Herrschaft absichern. Ja, und tanzen tun wir beide hier auf dem Führerbunker, der Stelle, wo sich Adolf Hitler die Kugel bzw. die Ziankali-Kapsel gegeben hat. Gestern war, das habe ich schon vorhin
gesagt, ja, der 20-jährige Geburtstag der Nachdenkseiten. Und es waren auf engem Platz Aufklärer der Republik zusammen, die man sonst nur verstreut oder im Netz findet. Oskar Lafontaine, Albrecht Müller, Jens Berger, Chefredakteur der Nachdenkseiten, den wir ja oft hier auch bei Mots auf Deutsch hatten, Florian Warweg, den wir auch oft hatten, Tobias Riegel, Daniel Goldbrunner, der großartigerweise die Videos macht und auch uns meistens mit bedenkt, und andere, die aber immer Wert drauf gelegt haben in allen Reden, in allen Statements, dass auch wir, die wir scharf, oppositionell und kritisch gegenüber dem Ampelregime sind, auch deren Meinungen zu Wort kommen lassen wollen, was wir auch öfters tun. Ob das in der Frage Gaza, ob das in der Frage Ukraine, ob das in der Frage Corona ist, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber bei uns kommen eben auch die Kritiker deutlich zu Wort, die sonst eher untergebuttert werden. Und ja, pünktlich dazu, dass gestern die Nachdenkseiten ihr 20-Jähriges gefeiert haben, erschien dann auch die Zeit mit Markus Lindner. Das ist einer, der dann gleich geschrieben hat, die Nachdenkseiten, das ist Sarah Wagenknechts Schreibbrigade. Das ist der Herr Lindner, wenn ich mich richtig entsinne, der auch wesentliche Aufklärungsleistung gehabt hat, um Ulrike Gero, die auch gestern da war, dann zu überführen der Plagiate, wo irgendwie ein 0,5% von allem, was sie in einem nicht zur universitären Qualifikation gehörigen Buch geschrieben hatte, angeblich nicht richtig gekennzeichnet worden ist. Und deswegen natürlich nur, hat Ulrike Gero ihren Job an der Uni Bonn-Köln verloren und klagt. Und wir wünschen ihr natürlich, so wie gestern die 500 Leute, die in Bad Bergzabern das 20-Jährige der Nachdenkseiten gefeiert haben, alles Gute, Erfolg und wieder Rückkehr in die Professur, die sie dort gehabt hat. Also, es geht uns heute um Kulturaustausch. Das Wort klingt so ein bisschen regierungsamtlich, aber Kulturaustausch heißt eben auch, dass wir selbst was tun können. Dass wir zum Beispiel jetzt im Advent mal zu einem Adventskaffee auch Kurdinnen und Türken unterschiedlicher Meinung und Herkunft mal einladen können. Dass wir in unserem Verein solche Begegnungen organisieren können und dass das besser ist, als aufeinander zu schießen. Also ihr könnt zur Überwindung feindseliger Fronten selber etwas beitragen, wenn ihr Leute unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion und vor allen Dingen unterschiedlicher Überzeugung miteinander ins Gespräch bringt, auch mal Ukrainer und Russen, jetzt wo der Krieg Selenskis so langsam dem Ende zugeht und Selenski seine Geldkoffer in Kiew zu packen begonnen hat. Und die Adventszeit ist dafür ja besonders geeignet. Wir haben euch auch gefragt, was ist denn besser, Waffenhandel oder Kulturaustausch? Und was zu erwarten war, 87%, ihr seid ja ein mündiges Publikum, waren für Kulturaustausch und nur 13% für den Waffenhandel stattdessen. Also Kulturaustausch kann im Kleinen etwas besorgen, was im Großen die Diplomatie macht. Denn das ist ja doch entscheidend. Man muss wissen, wie der andere tickt. Diplomatie beruht darauf, dass man auch die Interessen des Feindes kennt, zum Gegenstand macht und ausverhandelt mit seinen eigenen Interessen. Das sind große Vorzüge und das kann man auch im Kleinen, im Advent, beim Adventskaffee ebenfalls leisten. Denken wir an den großen Daniel Barenboim, den großen Dirigenten, israelischen Dirigenten, der ein Orchester gebildet hat aus Palästinensern und nicht-palästinensischen Israelis und dabei große Erfolge hat, um die Welt gefahren ist mit diesem Orchester. Das sind Beispiele, wie wir Grenzen überwinden helfen können. Von unserer Seite auch mit kleinen Maßnahmen. Und ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir diese Maßnahmen auch mal ausloten, ob wir nicht selber auch etwas
tun können im Satz, in der Verwirklichung dessen, was Rosa Luxemburg, mein großes Vorbild, mal gesagt hat: Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Der Satz ist auch oft missbraucht worden, aber das soll eben heißen, es ist neppisch, um ein jüdisches Wort zu verwenden, wenn ich dem die Freiheit zugestehe, der so denkt wie ich, sondern die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Da erweist sich, wie tolerant oder wie plural oder wie frei ich denke. Charlotte Wiedemann hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Den Schmerz der anderen begreifen. Und ich zitiere daraus: Wir müssen die Shoah, also Auschwitz, im Zentrum unserer Verantwortung halten. Aber wer die Shoah benutzt, um anderes Leid zu bemänteln, hat ihre wichtigste Lehre nicht verstanden. Und das ist das Entscheidende, dass wir versuchen, diese Differenzierung hinzubekommen, gerade bei denen, die uns eigentlich irgendwie fremd sind. Genau das machen die wenigsten in ARD, ZDF, Sat.1, RTL und wie sie alle heißen. Sie wollen, dass wir an ihrem Wesen genesen, dass wir glücklich werden mit ihrer Meinung, und zwar nur mit ihrer Meinung und nicht mit einer anderen Meinung oder einem Hinterfragen bei Corona, beim Ukraine-Krieg, beim Wirtschaftskrieg gegen China, jetzt beim Gaza-Krieg oder eben auch bei kleineren Fragen wie Gender. Da soll unsere Meinung unterdrückt werden und deren Meinung sich durchsetzen. Ansonsten kriegst du dann eben, wie es die Zeit gestern zum Jubiläum von den Nachdenkseiten gemacht hat, um den Hals gehängt: Ihr seid ja nur Sarah Wagenknechts Schreibbrigade. Ich zitiere einen anderen. Einen Professor aus Tel Aviv. Professor Dr. Moshe Zuckermann schreibt, ich zitiere: Juden, Zionisten und Israelis sind mitnichten identische Kategorien. Und sei es, weil nicht alle Juden Zionisten sind, nicht alle Zionisten Israelis und nicht alle Israelis Juden. Und weil Juden, Zionisten und Israel nicht gleichzusetzen sind, sind auch negativ gewendet Antisemitismus, Antizionismus und Israel-Kritik voneinander zu unterscheiden. Man kann Jude sein und dennoch Israel kritisieren. Man kann Jude sein, ohne dem Zionismus anzuhängen. Man muss nicht Antisemit sein, um sich gegen den Zionismus zu stellen und Israel für seine Politik zu kritisieren. Wohl kann ein Israel-Kritiker auch antisemitisch sein. Aber das besagt nicht, dass da ein zwingender Kausalzusammenhang zwischen beiden Kategorien bestünde. Der sogenannte Israel-bezogene Antisemitismus, eine neue Wortschöpfung unserer Woken, ampelorientierten Mediakratur. Also ich zitiere nochmal: Israel-bezogene Antisemitismus ist primär, schreibt der jüdische Professor Moshe Zuckermann aus Tel Aviv, ist primär nur ein Slogan. Der Israel-bezogene Antisemitismus, also wenn man Antisemitismus unterstellt, wenn jemand Israel oder die israelische Regierung kritisiert, das, schreibt Zuckermann, sei nur ein Slogan, um legitime und notwendige Israel-Kritik zu verhindern, nicht um Antisemitismus zu bekämpfen. Ende des Zitats von Moshe Zuckermann. Und siehe, offensichtlich hat Netanjahu so brutal bombardiert, dass selbst die Taz, ja, Sie hören richtig, die Taz, sich zu einem kritischen Kommentar aufgeschwungen hat vor 3 Tagen. Ich zitiere jetzt, was selten vorkommt, die Taz. Aber wann wird daraus, also aus der Bombardierung des Gazastreifens durch israelische Luftwaffe, wann wird daraus ein Genozid, also
ein Völkermord, wie wir mit Professor Norman Pesch in dieser Sendung ja schon oft diskutiert haben, durchaus schwergewichtiger Begriff der Anklage. Wann wird daraus ein Genozid? Wie viele Menschen im Gaza sollen noch sterben, bevor Netanjahus Kriegsziele als erfüllt gelten können? Diese Frage zu stellen, ist keine Parteinahme, schreibt die Taz völlig zu Recht, für die Hamas und ihren völkermörderischen Angriff auf Israel vom 7. Oktober. Es ist eine Parteinahme für die Menschen und für einen Frieden, der funktioniert. Denn selbst wenn die Hamas ausgelöscht wäre, solange es noch Palästinenser gibt, gibt es palästinensischen Nationalismus und den Wunsch nach Freiheit. Und je mehr Kinder im Gaza sterben, desto stärker wird der Ruf nach Rache und damit die Bedrohung für Israels Bevölkerung, die für radikale palästinensische Kräfte dann als legitimes Angriffsziel gilt. Und ich nehme den letzten Satz von der Taz. Man höre und staune, es kommt von der Taz. Netanjahus Krieg bedroht langfristig Israel selbst auch. Zitat Ende. Warum lese ich das alles vor? Weil kultureller Austausch nicht nur unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Herkünfte, Religionen meint, sondern eben ganz besonders den Austausch unterschiedlicher Überzeugungen. Jawohl, darum spreche ich auch mit Rechten. Mit Rechten, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und ich lasse mir das auch nicht verbieten, von niemandem. Von niemandem einer neuen oder alten Partei. Auch nicht eingeschüchtert vom Querfront-Vorwurf. Auch nicht eingeschüchtert davon, nach rechts offen zu sein. Ich habe immer gesagt, natürlich muss man, wenn man eine marxistische Überzeugung hat, nach rechts offen sein. Ja, wohin denn sonst? Nach links offen sein ist ein Nullsummenspiel. Man muss hören, was die anderen denken. Und man muss dann auch Argumente an die andere Seite, und die steht meistens rechts von einem, natürlich liefern können. Und das heißt eben auch nach rechts die Ohren offen zu haben. Und ich werde das weiter tun mit Andersdenkenden, selbst mit einem Dr. Alexander Gauland, den ich seit 40 Jahren persönlich ganz gut kenne, wie ich es auch mit einem Dr. Hans-Georg Maaßen getan habe. Und das lasse ich mir von niemandem verbieten. Und das hat mit Querfront überhaupt nichts zu tun, sondern es einfach nur wissen zu wollen, was tickt in dem anderen, warum er zum Beispiel mein marxistisches Denken so radikal ablehnt. Da muss es Gründe geben. Und ich möchte natürlich auch, ohne dem anderen meine Meinung aufzudrücken, ein wenig Verständnis dafür haben, warum ich in meinen jungen Jahren bis heute, wo ich ein wenig altersstark geworden bin, am marxistischen Denken festhalte. Ein solcher lieber und andersdenkender Freund ist mir Dr. Peter Gauweiler geworden, einst der Favorite Minister of Franz Josef Strauß. Als solcher war er eine Hassfigur für die Linken in meiner Jugend und jemand, der auf jeden Fall als stellvertretender Vorsitzender der CSU eine ganz andere Sicht hatte wie ich, als ich im Bundestag mit ihm zusammen saß und dort für die Linken aktiv war. Aber dann trafen wir uns in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht wieder und klagten gemeinsam gegen NATO-Einsätze, gegen Auslandseinsätze des deutschen Militärs. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Dr. Peter Gauweiler und ich, übrigens auch zweimal gemeinsam mit Gregor Gysi für die Linke. Wir klagten gemeinsam, haben auch Teilerfolge erzielen können. Deswegen sind strittige Gespräche so wichtig, weil man eben dann mehr erfährt über das, was man selber nicht ist. Und was man selber auch nicht in seinem Kopf abbildet. Das ist das Entscheidende der Zivilisation. Und das wird gerade von den Mainstream-Medien zerschlagen, indem sie nur eine Meinung in den klassischen Fragen
von damals der Finanzkrise 2008 über die Corona-Krise, über den sogenannten Ukraine-Krieg. Es ist ja ein vorbereiteter Krieg der NATO mit Provokation an Russland, mit Vorrücken an die russische Grenze gewesen. Dann der ständige, verschärfende Ton in Sachen China und dem eigentlichen Ausgrenzen chinesischer Produkte von deutschen Märkten, wo immer das gelingen kann, bis eben zu den kleineren Fragen wie Gendern oder wie jetzt die Corona-Folgen aufgearbeitet werden und ehrlich mit den Zahlen umgegangen wird. Was waren tatsächlich Long-Covid-Folgen und was sind Folgen dieser BioNTech-Pfizer sogenannten Impfstoffe mit mRNA, die eben auch in die Stammzellen eingreifen. Darüber werde ich nachher mit Peter Gauweiler sprechen und ich hoffe, dass es euch genauso spannend vorkommt. Das ist ein relativ langes, aber ich glaube von der ersten bis zur letzten Minute gut anhör- und ansehbares Gespräch geworden. Und er hat ja auch das Vorwort hier zu meinem Buch geschrieben, Meine schönsten Skandale. Da vorne drauf steht eine Bild-Zeitungstitelseite. Da hat die Bild-Zeitung mal über mich geschrieben. Genau 14 Tage, nachdem ich die Deutsche Bank als Verbrecherorganisation bezeichnet hatte, damals noch als Sozialdemokrat, sind Sie ein Mörder, Herr Dehm. Also der machte mit einer Titelseite auf, ich sei ein Mörder. Das stellte sich dann natürlich als völlig gefaked heraus. Aber meine kleine Tochter kam vom Kindergarten nach Hause. Papa, hast du jemand umgebracht? Und auch auf andere Familienteile kamen da schon die Beschwerden und die wütenden Anrufe. Und am Ende ein Galgen, der bei uns im Garten stand, nieder. Also da weiß man schon, zu was die so fähig sind. Und Peter Gauweiler hat deswegen ja bei diesem Buch das Vorwort geschrieben, weil er sagte, wer den Pranger überlebt hat, der ist dann auch in Drachenblut gebadet und kann sich auch mit den mächtigen Medien in Zukunft auseinandersetzen. Ein anderer betreibt Kulturaustausch, so wie Peter Gauweiler, der Vorsitzender des Ausschusses im Bundestag war für kulturellen Auslandsaustausch und ich war sein stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss. Wir sind auch nach Kiew gefahren, wir sind auch in Moskau gewesen. Wir haben vieles versucht, mit kulturellem Austausch zu lösen, so was andere in der Politik nicht willens und nicht fähig waren. Ein anderer, der das auf seine Weise betreibt, ist Kor, ein Deutscher, der nach China gegangen ist vor einigen Jahren und dort jetzt in den Hitparaden mit Millionen Anklang seine Rapmusik, seinen Hip-Hop in Deutsch und in Chinesisch vorstellt. Und ihr werdet nachher auch eine kleine Geschmacksprobe davon bekommen. Also ein Deutscher im chinesischen Pop-Business. Zeitspiegel, schreibt jetzt sofort. Das ist die Schreibbrigade der chinesischen kommunistischen Partei. Ist sie natürlich nicht. Aber ihr werdet die heitere Seite dieser ganzen Vorurteile und des ständigen Hetzens gegen die angeblichen Hauptfeinde Russland und China nachher dann, denke ich, mit etwas Schmunzeln und hoffentlich auch mit wippendem Knie, weil es ein schöner Rhythmus ist, genießen können. Wir können gemeinsam auf der Straße gegen das Pentagon, das Weiße Haus demonstrieren und wir sollten es. Aber wir können auch kleine Maßnahmen selber als Grenzüberschreitung machen zu Andersdenkenden, organisieren in diesen Adventstagen das Advent, bisschen frei übersetzt, man näher zueinander kommt. Gleich geht es medias in res damit weiter. Bis gleich. Die Sendung wird unterstützt von iClip, der cleveren Geldbörse im perfekten Mini-Format. Packt flexibel, sensationelle 12 Karten und Scheine, ist easy zum vorne einstecken, sorgt somit für einen aufrechten, geraden Gang, ist leicht zu bedienen. Selbst Boxer kommen damit klar. Da schaffst selbst du es, dich von deiner alten Geldbörse, der Unwucht, die dich buckelig macht, zu trennen. Ich meine von der Geldbörse zu trennen, nicht von der Frau. iClip ist made by Frank Meyer.
Unternehmer und er macht in Bad Dürkheim fast alles in Eigenproduktion, hat dort eine tolle Mannschaft. Eikle ist der Geldbeutel der Zukunft. Nichts drückt, nichts zwickt mehr. Ist sicher, ist zum vorne einstecken. Bestelle direkt beim Hersteller, damit Löhne im Land gezahlt werden. www.iClip.com oder bequem bei der Hochfinanz auf amazon.de. iClip hilft dir, einem aufrechten, geraderen Gang und heimischer Wirtschaft bedingt auch. Ja, das war Frank Meyers Weltpatent mit dem iClip, einem tollen kleinen Portemonnaie, was ihr auch zu Weihnachten verschenken könnt, so wie unseren Cremant Sekt. Ich will nochmal die Umfrage wiederholen. 87% sind der Meinung, dass wir Kulturaustausch brauchen statt Waffenhandel. Und einer, der dafür steht, für kulturellen Austausch, das ist Dr. Peter Gauweiler, der Vorsitzender war, ich war sein Stellvertreter, bei dem eigentlichen Austauschorgan des Deutschen Bundestags mit den Goethe-Stiftungen und mit all denen, die dann Auslandsschulen auch betreiben und aber auch eben mit den Versuchen, Menschen zueinander zu bringen. Nicht immer gelang das so, wie wir das wollten. Und Peter Gauweiler war eben damals das, was er eigentlich sein ganzes Leben lang war, ein großer kultureller Diplomat zwischen den Fronten. Und damit geht es jetzt weiter. Also, herzlich willkommen, Peter Gauweiler, alter Freund, darf ich ja, glaube ich, sagen. Ich durfte sogar die letzten Jahre im Bundestag dein Stellvertreter im Ausschuss für Auswärtige Kultur sein. Und wir haben ja damals uns darauf verständigt, dass Auswärtige Kultur auch Kriege ersetzen kann, militärische Aktionen ersetzen kann. Bist du heute noch so hoffnungsfroh wie damals? Also wir haben ja ein Axiom, Krieg ist kein Mittel der Politik mehr. Und insofern kann alles, Ökonomie, was auch immer, das Gegenseitige draufschlagen ersetzen. Auch Kultur, ganz wichtig, natürlich. Wir waren damals zuerst in Kiew und dann in Moskau und haben versucht, mit den Mitteln, bescheidenen Mitteln unseres Ausschusses, eigentlich nur Unterausschuss, zu vermitteln. Wie war dein Eindruck an die Gesprächspartner in Kiew und in Moskau, soweit sie noch erinnerlich sind? Ja, also wir waren ja damals in der Universität in Lemberg, nachdem wir in Kiew waren und dort mit den verschiedenen Vertretern, insbesondere auch der Religionsgemeinschaften und der damals schon gespaltenen orthodoxen Kirche gesprochen hatten. Die Diskussion fand ich am interessantesten, die wir in Lemberg oder in Lviv geführt haben, waren auch hart und waren von den Verletzungen geprägt, die sie durch die russische Seite erhalten hatten. Dann bei den Gesprächen in Russland doch am neidigendsten bei der Frage, wer von euch hat denn dort Verwandte in der Ukraine? Das ist eigentlich kein, also ich kann mich nicht erinnern an irgendeinen, der nicht irgendwelche zum Teil nahen Verwandten hatte, die auf der anderen Seite standen. Und auch die lähmende Ungewissheit, was kommt da auf uns zu? Wir hatten ja dann einen Dialog versucht zwischen den Universitäten Lomosov in Moskau und Lviv in der Ukraine und hatten gesagt, ja, wenn ihr eure jahrelangen Kontakte nicht mehr durchführen könnt, dann trefft euch in Zukunft in Würzburg. Und es war der Dekan und der Rektor der Universität Würzburg, der dann ermöglicht hatten, dass sich da die Wissenschaftler trotz der erschwerten Bedingungen immer wieder noch getroffen haben. Fand ich eine sehr schöne Geste.
würde mir wünschen, dass es da mehr davon gibt. Könnte heute ein solcher Dialog nochmal aufgegriffen werden? Klar. Wie würdest du den anstellen? Angenommen, jemand käme auf die verwegene Idee, nun ausgerechnet dem früheren stellvertretenden Vorsitzenden der CSU diesen Auftrag zu erteilen? Ja, also wie immer sieht ja so aus, als ob man da einen Glasberg besteigen müsste, um immer wieder runterzurutschen. Man versucht es, man scheitert und es geht darum, besser zu scheitern beim nächsten Mal. Die Situation des Krieges, an welcher Stelle glaubst du, hat die deutsche Politik möglicherweise ihren Anteil an der Eskalation gehabt? Also ich bin immer ein Gegner davon. Du bist ein Linker, ich bin ein Rechter. Ich bin immer ein Gegner davon, immer die Schuld bei uns zu suchen. Ich glaube, wir sind in diesem Konflikt ratlose Zuschauer. Und natürlich versucht unsere Seite, diejenigen zu unterstützen, die für die Werte kämpfen, die uns ganz wichtig sind. Freiheit, Demokratie, Parlamentarismus, Grundrechte. Nur wir waren uns eigentlich immer einig, dass für die Durchsetzung dieser Werte auch dafür nicht der Krieg ein Mittel der Politik ist. Es war ein großer Konsens und der hat überhaupt das Überleben in der Zeit des Kalten Kriegs möglich gemacht und die Festigkeit, die wir da hatten, hat es möglich gemacht, warten zu können, bis Gorbatschow kam. Ich habe Sympathie für die ganzen Bemühungen jetzt, viel beschimpfter Mann des Papstes, hier die Positionen zusammenzubringen, für die Positionen von Staaten wie Brasilien, auch horribile dicto China, da Punkte zusammenzufassen. Dass unsere Sympathie auf Seiten der angegriffenen Ukraine stehen müssen, stehen sollen auch. Und dass Russland, selbst wenn man jede seiner Positionen für richtig hält, das mit dem Angriff niemals hätte tun dürfen. Da fällt auch einem Kritiker der Ukraine-Politik kein Stein aus der Krone. Aber das ist ja auch kein Endpunkt. Und im Beweinen dieser kläglichen Situation allein tun wir uns nichts. Ich war sehr beeindruckt jetzt wieder beim Tod von Henry Kissinger, erinnert zu hören, was alles getan werden müsste aus seiner Sicht. Und ich glaube schon, also wir brauchen hier wir bräuchten hier mehr Kissingers in dieser Situation. Hätten wir nicht auch vorher mehr Vermittler gebraucht, als die Russen ja angefangen von der für viele sehr beeindruckenden Rede Putins im Deutschen Bundestag 2001 bis dann genau. Peter, der Wunsch war, kommt nicht so nah an unsere Grenzen, wir fühlen uns an schlimmere Zeiten erinnert? Uneingeschränkt ja, natürlich, klar. Ja, man ist sich hinterher immer einig, die Fehleinschätzung der Russen, auch die Art und Weise, wie sie behandelt worden sind. Ich habe neulich mal in irgendeiner alten Kassette gesehen, ein G8-Gipfel, wo der dann an der Seite sitzen musste und demonstrativ geschnitten war. Das war nicht richtig, hätte so nie geschehen dürfen. Dann diese demonstrative auf Kränkung angelegte Bezeichnung Russlands als Regionalmacht durch Obama, das war nicht in Ordnung. Rechtfertigt nicht, jetzt wieder die Keule in die Hand zu nehmen.
Und da ist es auch Russland, das seine Politik konsequent und radikal überdenken muss. Wir helfen jetzt auch nicht durch großartige Parteinamen, sondern dass wir auf beiden Seiten die Kräfte unterstützen, die sagen, das geht so nicht weiter. Krieg ist kein Mittel der Politik mehr, auch nicht für Deutschland. Deutschland hat eine Sonderrolle, wie sie Japan hatte. Scharfes Nachdenken, warum wohl, ist in den Verfassungen dieser beiden Länder dies geschrieben. Ich war, wie du auch, ja schon gegen den Einsatz Deutschlands gegen die Taliban, was nicht heißen soll, dass die moralisch irgendeinen Punkt hätten. Aber es war der falsche Weg, wie sich in der Zwischenzeit herausgestellt hat. Diese Kriege für unsere Werte, zu denen wir in den 90er Jahren die Hand gereicht haben, beginnend mit der Bombardierung von Belgrad, fand ich einen schweren Fehler. Und im Bundestag habe ich erlebt, du bist ja wirklich ein Mensch, der für Ausgleich und auch für... Die einen so, die anderen so. Ja. viel mehr als ich, das kann man schon sagen. Härter im Urteil. Du warst ja der Meinung, dass man trotzdem bestimmte Sachen auch vergeben muss. Moment mal. Also ich glaube, dass es ein Zeichen von höchster Loyalität und Treue ist, sich von den Fehlern der Vergangenheit der eigenen Nation betroffen zu fühlen. Ja. Ja. Deswegen ist es nicht schlecht, sondern gut. Und deswegen ist das, was die Deutschen gemacht haben, nicht schlecht, sondern gut. Und da haben die von dir apostrophierten und von mir auch Recht und Unrecht. Ja? Ich bin immer dagegen, das zu instrumentalisieren. Ja. Als dann seine moralische Berechtigung verliert. Integrität verliert. Ja, und was das Vergeben angeht, das waren unsere Debatten über die Frage der Amnestie nach 1989, wie dann die nächste Diktatur zu bewältigen war. Und ich da meine Zweifel hatte, ob die bundesrepublikanische Seite die Legitimität hätte, das stellvertretend für die anderen zu tun. Was nicht heißt, dass diese schweren Untaten des real existierenden Sozialismus dadurch irgendwie in Anführungszeichen gerechtfertigt werden, des gulagischen Systems. Aber es war deren Sache, die davon betroffen sind. Und nicht der Präzeptoren aus dem Westen. Also das war, um es ganz kurz angerissen zu haben, das war diese Debatte. Und dass Schuldzuweisungen nichts helfen. Wir sind ja leider ein bisschen alt. Unsere früheren großen Konflikte, da war ja die Anklage gegen Amerika gerichtet. Und da stand ich sehr auf deren Seite und sagte, ich kann dem lieben Gott nur danken, dass ich unter einer amerikanischen Besatzung geboren bin und groß geworden bin und nicht umgekehrt. Das hat ein anderer, das ist ein Zitat, was ich hier sage, von einem anderen Freund, den du auch kennst, Peter Schollatour, der das so formuliert hatte. Ändert aber nichts daran, dass jetzt irgendwann mal muss immer neue Politik beginnt, immer wieder von neuem. Und Politik besteht nicht nur aus Anklagen, eigentlich überhaupt nicht, ja? Sondern Politik ist nicht nach Karl Marx, sondern nach Karl Popper, alle Politik ist Problemlösen. Und bei dem Konflikt, den du jetzt ansprichst, ist die Frage, wie kann das Problem gelöst werden? Kann dieses Problem durch ein militärisches Besiegen der ehemaligen Sowjetunion gelöst werden? Und da sage ich, nein, ich halte das für völlig ausgeschlossen. Und ich glaube, dass wir da immer tiefer in eine Sackgasse reinkommen, wenn wir diesen Weg gehen. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele amerikanische Stimmen gibt, auf beiden Seiten des politischen Spektrums, die so denken wie ich. Immer wenn ich im Bundestag gesprochen habe und gesagt habe, auf dem Maidan waren SS-Runen, da wurde dieser Stefan Bandera verherrlicht, der auch eine komplizierte Lebensgeschichte hat, die man auch nicht so ohne weiteres linear bügeln kann.
dass immer, wenn wir gesagt haben, dass in Hakenkreuzflaggen in der einen Hand und NATO-Flaggen in der anderen, dann schrie die Marie-Louise Beck dazwischen, stimmt alles gar nicht und so weiter, obwohl das natürlich erwiesen war. Hast du nicht das Gefühl, so als in Ehren ergrauter, wie du selber sagst, Rechte, die dich jetzt eigentlich weit rechts überholen, die Grünen? Ich glaube, was heißt überholen? Ich glaube, dass diese Rechts- und Linksbegriffe schon ihre Berechtigung haben, wie rechte Hand und linke Hand, und dass das Ergänzungen sind. Aber ich glaube, dass man sich nicht darauf nur fixieren darf. Das für sich genommen ist ja noch keine Frage von falsch oder richtig. Ich hatte mit den Grünen schon meine Diskussion, wie in der Vormaidan-Zeit, wie sie damals dafür waren, ich glaube, eine Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine zu boykottieren. Und ich habe gesagt, das dürft ihr nicht tun. Ihr vermasselt da Hunderttausenden von Leuten eine große Freude. Die leben in wahnsinnig schwierigen wirtschaftlichen, soziologischen, politischen Umbruchszeiten. Jetzt haben wir uns endlich mal entschlossen, da ein paar gute Supersportveranstaltungen hinzukriegen. Jetzt fangen wir hier mit Boykott an. Das ist der falsche Weg. Und darüber gab es eine Diskussion, auch mit unserer Ausschusskollegin Claudia Roth, die ganz interessant war und ganz anspruchsvoll. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das eine Frage von rechts oder links war, sondern von Prinzipien auf beiden Seiten. Aber werden diese Prinzipien nicht auch instrumentalisiert? Du hast das ja vorhin angesprochen. Im Prinzip in der Kreuzzüge, alles wird instrumentalisiert. Immer so. Ja. Nur wir zwei Lässigen, wir gehen da drüber hinweg. Nicht so ganz so lässig wie du. Wenn die Meinungsfreiheit instrumentalisieren, um zu sagen, wir müssen die NATO weiter aufrüsten. Wenn sie die Meinungsfreiheit instrumentalisieren, um zu sagen, Libyen muss bombardiert werden. Das war ja damals sogar der grüne Vorbehalt gegen Guido Westerwelle. Ich das hängt ein bisschen zusammen, also aus der Zeit, das, was man jetzt die Grünen nennt, das kommt aus unserer Zeit der außerparlamentarischen Opposition. Ja? Und ich erinnere mich gut dran, ich war da deren Kontra im Münchner Studentenparlament, ziemlich klein und eigentlich das allerletzte. Krieg ist kein Mittel der Politik. Hatten wir entgegengesetzt, wenn sie ihre Transparente hatten, Sieg im Volkskrieg, das war immer die große Parole. Und die Freunde da auf der anderen Seite, Freunde manchmal mit, manchmal ohne Anführungszeichen, haben das halt völlig anders gesehen. Und das haben sie jetzt übertragen auf die westlichen Werte. Und sie sind ja heute heftiger für die NATO als was weiß ich, in den 70er und 80er Jahren die junge Union Baden-Württemberg. Ja. Das heißt nicht, dass die NATO nicht das Instrument wäre, das in Zeiten des Kalten Kriegs unsere Lebensversicherung war. Ja, Achtung, irgendwo müssen wir ja noch andere Meinung sein. Aber in dem Moment, wie sich der Warschauer Pakt aufgelöst hatte, in dem Moment, wie die rote Fahne über dem Kreml eingezogen war, in dem Moment, wo dem Kommunismus die Stunde geschlagen hatte, da sind dann die Karten neu gemischt worden. Und da habe ich eigentlich sehr viel auf das Pariser Abkommen gehofft, dass man sagt, wir müssen jetzt da eine übergreifende Sicherheitsstruktur für den ganzen Kontinent finden und dürfen das nicht in neuen Spaltungen machen. Und deswegen hätte das für was Größeres, hätte auch die NATO für was Größeres abgelöst werden müssen. Und ich bin eigentlich deprimiert, das zu erleben, wie sich das alles jetzt wieder und wieder und wieder verfestigt. Meinungsfreiheit instrumentalisiert, um außenpolitische Abenteuer zu rechtfertigen. Meinungsfreiheit im eigenen Land ist mir, ich bin ja an einer anderen kulturellen Front tätig als du, ist ja nun auch eine kulturelle Sozialisation. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass um die Meinungsfreiheit in Deutschland im Moment auch nicht besonders gut bestellt ist. Ja, also es würde ich auch sagen, so
So als aus des Knaben Wunderhorn kennen wir alle das schöne Lied. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Und das muss einem schon ein bisschen auf die Nerven gehen. Es wirft zwar jede Seite der anderen vor, aber ich stelle doch mehr und mehr fest, dass man nicht gar kein Interesse mehr hat an der anderen Meinung und an dem schachspielerartigen Austausch und sich dann nur in eins reinsteigert. Nochmal, das ist eine Sünde und die ist mir nicht ganz fremd. Weil ich auch gerne immer die Sachen auf den Punkt bringe und sage, das ist der einzige wahre Weg, aber irgendein Vorzug muss das Alter ja auch haben, dass man schon mit seiner eigenen Drohne im Kopf ein bisschen über die Dinge drüber geht und einem das dann, mir geht heute schon auf die Nerven, wenn einer absolut meine Meinung vertritt. Ja? Dann neige ich dann eher dazu, mal mich ins Gegenteil zu flüchten. Über deine rechten Schulter, also sehr diagonal, ich weiß es, weil ich ja da auch gestanden habe, hängt ein Foto, wo du gemeinsam die mit Oscar Lafontaine drauf bist. Nee, an der rechten. Moment. Ja, genau. Da hinten. Ja. Und wir sind ja auch über viele Jahre befreundet und dann wurde immer dieses Totschlagargument Querfront ins Feld geführt, dass man solche Bekanntschaften wie die unsere, also zwischen einem sich selbst Rechten nennenden und einem sich selbst Linken nennenden, antastet. Ich glaube, dass gerade in deinem Leben dieser Versuch, einen Egon Krenz zu deinem Geburtstag einzuladen, wo dann auch gleichzeitig August von Finck ist und ganz andere Leute, Uli Hoeneß sitzt, und du dann wirklich in deiner Ansprache als Geburtstagskind dich ausdrücklich freust, und manche haben in die Tischplatte gebissen, ich habe das gesehen, ja, dass Egon Krenz, Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht und ich, die du uns da ausdrücklich mit Namen genannt hast, am Tisch sitzen. Was bewegt dich zu solchen antagonistischen, sagen wir mal, Freundlichkeiten? Also dieses Art, dass man sich jetzt nicht nur im Kopf einschlägt, manchmal, ich bin für eine harte Auseinandersetzung. Aber ich bin dann auch wieder dafür, dass man sich auch wieder mal zusammensetzt und sagt und sich nicht als Todfeind betrachtet. Ja, und das ist schwer. Ich finde das grausig, wie das jetzt an Polarisierung in Amerika läuft. Ja, jeder, immer der andere ist ein Schurke und den muss man sofort als Staatsanwalt auf den Hals hetzen. Ja, in Frankreich, in England. Und da kann man nur drüber streiten, ob da die einen oder die anderen mehr teilen. Es ist so ein Mittel der Politik geworden. Ja, und das geht natürlich so nicht weiter. Und wenn die einen gewinnt, stellen sie die anderen vor Gericht und umgekehrt. Das war, das hat mal mit Nürnberg gut funktioniert, war richtig. Ja, musste sein und war eine Art Welthygiene. Aber das heißt nicht, dass das dauernd so sein muss, auch wenn es einen moralischen Anspruch gibt, das so zu tun. Aber das würde in allem, was man auch wieder dagegen sagen kann, eine eigene Sendung mal verlangen. Ich denke, man muss mal runterkommen. Es gibt auch ein anderes ganz historisches Beispiel, der Briefwechsel von Ferdinand Lassalle mit Otto von Bismarck. Ja, ja. Mal ab, das hätte ja auch anders laufen können. Der Bismarck hätte auch manche Sachen vermeiden können und der andere auch. Ja? Und warum gehen wir ins Gespräch miteinander, weil wir Freunde sind, ja. Aber eben auch, nur weil wir sagen, selbst wenn ich 100% anderer Meinung bin, aber ich muss mir das mal anhören. Ja. Also wir müssen mit denen reden, wir müssen mit der anderen Seite reden. Ja, und bei Egon Krenz, den du erwähnst, muss man ja auch sagen, dass er in dieser alles entscheidenden Nacht, 9. November 1989, da hätten sich die Mächtigen in der DDR auch anders entscheiden können. Da war eine andere Lösung auch noch drin. Und sie haben es nicht getan. Und Literatur, Kultur, Faust am Ende
Das sagen seine Gegner, ist gerichtet. Und die Antwort aus dem Himmel ist, ist gerettet. Naja, das hat ja Frank Schirmacher auch, ich glaube, ein eindrucksvoller Mann in Bezug auf Egon Krenz geschrieben gehabt, dass da andere Optionen und Eisen im Feuer gelegen haben und er sich für die friedliche Variante entschieden hätte. Alles andere hätte wahrscheinlich auch keinen Erfolg mehr gehabt. Und in einer fantasievollen Politik erwarte ich auch, dass man nicht generell abtut des Konzeptes, die Chinesen seit einigen Jahren unter dem Begriff neue Seidenstraße und nicht nur Seidenstraße zum Kontinent, sondern maritime Seidenstraße benennen. Und da ist ein Punkt, den man auch Angela Merkel geben muss, die das erkannt hatte und die dagegen war, dass das vom Westen gleich runtergewürdigt und runtergemacht wird. Dazu kann man auch von den Chinesen mit ihrem Erfolg, wie sie ihr System seit den letzten 40 Jahren, 1979, Beginn der Politik der vier Modernisierungen unter Deng Xiaoping, doch in einer Weise nach oben entwickelt haben, der gewaltigste ökonomische Fortschritt der Menschheit in der bekannten Menschheitsgeschichte über war. Und ich begreife nicht die Politik, die uns jetzt dazu Feinden macht. Das müssen wir auch intern diskutieren, wir Konservativen mit unseren Freunden in Amerika und in den anderen konservativen Parteien, die sich da jetzt auf, hat man ein böses, unpassendes Wort gesagt, aber auf echauffieren an einer neuen Frontstellung gegen China. Falsch, Quatsch. Uns auch in dieser Taiwan-Frage da, das ist ein bisschen größer wie Oberfranken, und uns da so reinziehen zu lassen. Von einer Partei, die in Taiwan selber extrem umstritten ist. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und ich glaube, dass auch die Israelis mitmachen würden, dass die diese Konflikte zwischen konservativeren und dem wokeren, bewegteren Teil auch haben. Das wissen wir ja alle. Und die sind alle nicht so vernünftig wie wir zwei, dass sie das dialogisch, wenn sie es schon nicht klären können, aber in einen halt respektvollen Zustand bringen können. Aber da gibt es extrem viele Ansatzpunkte, die man mit kluger Politik anpacken kann und anrühren kann und daraus eine ganz neue Strategie entwickeln kann. Also ich möchte dir ganz herzlich danken. Es ist ja selten, dass man den Honig musst du jetzt um den Mund ertragen, so bedeutenden Geist und Kopf. Wunderbar. Kann man das irgendwie schriftlich an die Wand hinsprühen? Und ich freue mich immer, wenn wir uns begegnen. Letztens waren das, sollten das eine Stunde werden, ist dann 3 Stunden dein Büro geworden. Jetzt haben wir später Europawahljahr. Das beginnt ja in wenigen Tagen sozusagen. Und da wird deine Partei, die CSU, auch einen gewaltigen Kandidaten ins Feld führen und dann wird möglicherweise unsere Freundin Sarah eine gewaltige Kraft ins Feld führen und dann werden andere noch gewaltige Anstrengungen unternehmen. Also Europa ist ja ein Thema, was auch immer strittig verhandelt wurde. Ich hoffe, dass wir alle bei der Europawahl ein besseres Gefühl haben wie nach der letzten Europawahl. Wenn du da noch was sagen möchtest, gerne. Ich danke dir schon mal vorab. Ich danke dir auch, dass mit den wechselseitig gewaltigen Kandidaten, nehme ich gern an, sofern es nicht suffisant gemeint war, du hast eine Sage, bei uns ist es Herr Manfred Weber. Du hast ihn nicht mit dem Namen angesprochen, weil er oft, sagen wir mal, bei den EU-Debatten, EMS-Stabilisierungsdebatten nicht meiner Meinung war. Aber es ist ein Kandidat, der eines personifiziert, das aus unserer Sicht ein Gemeinwesen jetzt gerade in der jetzigen Situation von der Mitte aus regiert werden muss. Das glaube ich schon. Deswegen hat er meine Stimme. Also bye bye, bis zum nächsten Mal. Eine gemeinsame Zigarre. Ja, genau. Und mit einem wunderbaren Menschen,
Danke an Peter Gauweiler nach München. Ja, alles Gute. Ciao. Ja, ich hoffe, es hat Sie belebt, wie unterschiedliche Meinungen hier miteinander ausgetragen wurden und ein Beispiel gesetzt, wie es eben auch gehen kann, ohne Cancel Culture, ohne sich gegenseitig kaputt und niederzuschreiben oder zu machen. Und wenn Sie es wollen, dann rufen Sie bei uns an, garantiert kostenlos. Die Nummer wird gleich eingeblendet, kommt also gleich. Rufen Sie an und sprechen Sie mit mir oder schreiben Sie Ihre Kommentare in den sozialen Medien. Und dann sind wir eben auch auf die Spenden angewiesen. In England heißt das Donations. Und nochmal danke an unser Team in England, die das hier alles möglich machen und auch bezahlt werden sollen von den Spenden. Und dabei weise ich jetzt mit dem Satz von Paul Brandenburg darauf hin, Medien sagen das für die, von denen sie bezahlt werden. Und das sollte ja ihr sein und keine Konzerne. Und auch die, die wir hier als Werbetreibende einbeziehen, haben kein Wort redaktionell mitzusprechen, aber sie tun es, weil sie es vertreten und unterstützen wollen, was wir hier an Meinungsaustausch betreiben. Ich war stolz in meinem Leben, ein bisschen anders als Peter Gauweiler, der mit Franz Josef Strauß eng zusammengearbeitet hat, dass ich mit dessen Widersacher eng zusammenarbeiten durfte, so wie Albrecht Müller natürlich viel enger oder wie wie Oskar Lafontaine noch enger oder genauso eng, der ja Albrecht Müller Wahlkampfleiter für Willy Brandt in der sagenumwobenen Willi-Wahl 72 war. Und wir haben gestern die 20 Jahre Nachdenkseiten ja gemeinsam in Bad Bergzabern gefeiert. Ich war also stolz drauf, für Willy Brandt reden, schreiben zu dürfen. Aber am meisten stolz bin ich und bleibe ich, dass er Werke von mir gesprochen hat, so auch dieses von ihm in Auftrag gegebene Werk vom Weichen Wasser. Und das kommt jetzt. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Ja, das ist meine neue CD, Dass ein gutes Deutschland blühe. Arbeiterlieder von damals und jetzt. Das sind traditionelle Arbeiterlieder wie die Internationale, Beet und Arbeit, Dem Morgenrot entgegen, aber auch neuere Arbeiterlieder wie We Shall Overcome, Bella Ciao, Das weiche Wasser, das ich geschrieben habe für die Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Arbeiterlieder sind so verboten und unterdrückt wie die gesamte Arbeiterbewegung. Da fällt mir ein, dass auch das Wort Indianer unterdrückt werden soll. Es darf das Wort Indianer nicht mehr geben. Die einen verbieten das Rote, die anderen verbieten das Rote. Wenn Sie mal Rot hören wollen, dann ist diese Platte, glaube ich, für eine gute Stunde ein ordentliches Erlebnis. Sagen Sie, so mutig und so zart, ich wollte nicht mehr Ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, schau ich dich so an, doch ich sah nur Sie. Und der Reinerlös dieser CD geht an die Nachdenkseiten, dieses hervorragende aufklärerische Organ, dem jetzt der Staat die Gemeinnützigkeit entzogen hat, also eine Unterstützung auch für die Gegenöffentlichkeit in unserem Oberland. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier, an deinem Arm hier, da draußen werd ich bald schon frieren. Ja, das mit den Indianern ist leicht aufzuklären. Damals hat Florian Silbereisen, als er mein Lied tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert gesungen hat, die Zeile mit den Indianern rausgenommen, weil er glaubte, damit würde den Indianern Unrecht geschehen. Dabei nennen sich die Indianer in den USA meistens selbst Indianer. Also man muss schon wirklich mit den anderen indigenen Völkern und anderen Völkern in den Kulturaustausch treten, um
zu wissen, was wirklich los ist. Und einer, der das in China, im Feindesland, versucht, damit riesigen Erfolg hat, das ist der Rapper Score aus einer ganz anderen Generation als ich. Und auch hier voraufgezeichnet das Gespräch mit diesem Künstler in China. Ja, hallo nach China. Vielleicht sagst du mal, lieber Score, den ich sehr bewundere und dessen Lied ich sehr genossen habe, wo du gerade sitzt und in welcher Uhrzeit du gerade sitzt. Moin Dieter, ich bin hier im wunderschönen Shenzhen, über 8000 Kilometer von Hamburg entfernt. Und wir sind euch 7 Stunden voraus hier. Also hier ist es 7 Uhr abends zu dieser Zeit. Aha, und Shenzhen liegt wo? Shenzhen ist am südöstlichen Zipfel Chinas, direkt neben Hongkong. Das Städte gehen quasi ineinander über. Wir haben hier tropisches Klima. Jetzt erst im Dezember haben wir immer noch 20 Grad tagsüber. Also es ist sehr angenehm. Dein Song heißt Alles China, alles ist China. Was ist denn, wenn du dann sagst, Medien machen Angst vor China? Das, was du am meisten meinst, was das deutsche Publikum über China durch deinen Song Neues erfahren soll oder angeregt werden soll? Ja, wenn ich in dem Song sage, Medien machen Angst, das ist natürlich eine Kritik an den allgemeinen Medien, die über China berichten, weil China immer von einer sehr, meiner Meinung nach, einseitigen Seite gezeigt wird. Hängt natürlich auch daran, dass die meisten Berichte politisch sind und einfach unterschiedliche Systeme herrschen und dadurch mehr Kritik aus dem Westen kommt. Aber es wird daher kommt dann immer die kulturelle Seite viel zu kurz. Ne? Und als jemand, der hier lebt und die Menschen liebt, das Essen liebt, ist das immer sehr, sehr schade. Und ich denke mal, die Deutschen, die mir folgen, sich dann mein Content ansehen, die wissen, dass es eine ganz andere Seite gibt und man echt nicht Angst vor China haben muss oder wenigstens nicht Angst davor, hier zu leben, denn das Leben hier ist ja eigentlich ganz nett. So ein bisschen fühle ich mich an manchen Passagen deines Songs erinnert an das in China geltende Schimpfwort Baisu, was so ungefähr wie heißt wie weißer Gutmensch, und das sind ja auch viele in Deutschland in der Jugend. Das hängt so ein bisschen nach Medienvorurteilen zusammen. Wie wird in China auf den Baisu geschaut? Du meinst Baizhou, oder? Also Weißling. Ja, ich kann das. Ich kann Chinesisch Baizhou, ja. Nur damit ich weiß, was gemeint ist. Da habe ich auch erst vor kurzem von erfahren, von diesem Begriff. Ja? Kurzem gerade ein chinesisches Video gesehen, wo ein Chinese in Deutschland eine Baizhou interviewt hat auf Deutsch und dann mit chinesischen Untertiteln. Und zwar war das halt eine deutsche Klimaaktivistin. Eine typisch linke, moderne Frau, ja, wo man eigentlich erstmal nichts dran auszusetzen hat, aber aus chinesischer Perspektive hat die natürlich sehr viele Gedanken, die nicht unbedingt mit den Chinesen geteilt werden oder die in den Augen von Chinesen halt manchmal auch als ein bisschen naiv oder so rüberkommen. Das ist eigentlich ganz interessant, wo bei den Gedanken, die sie in dem Video geteilt hat, wo da die Überschneidungen sind zwischen Chinesen und wo die dann eher sagen so, komisch. Moment, wie war die Frage? Das war schon eigentlich sehr gut erklärt. Hast du eine Zeile in deinem Song, Heizen ist Luxus. Also gemeint ist in Deutschland, also bei den Baisuas, ist Heizen Luxus. Wie ist es denn in China? Ja, Heizen in Deutschland Luxus, und dann sage ich ja, geh mit Chinesen im Benz mit 200 heizen. In China, also hier im Süden müssen wir gar nicht heizen. Wir kühlen nur mit der Klimaanlage und das ist auch relativ günstig. Selbst wenn ich einen ganzen Monat über die Klimaanlage anhabe, zahle ich nicht mehr als 50 Euro für den Strom. Im Norden, wo man Heizungen hat, zahlt das, soweit ich weiß, der Staat. Ja. Da wird zentral geregelt. Aber wie das im Einzelnen ist, weiß ich nicht, aber eigentlich ist es hier einiges kostengünstiger. Und
Ich bin eigentlich auf die Zeile gekommen. Ich habe den Song geschrieben, als ich letztes Jahr im Winter in Deutschland war und dann einfach mitbekommen habe, wie alle Bekannten und Verwandten sich über die gestiegenen Heizpreise beklagt haben und mich dann auch aktiv gemerkt habe, dass es kälter ist bei den Leuten zu Hause und sogar im Schwimmbad. Und es kam mir echt so vor, als würde Deutschland sich zurückentwickeln und ist natürlich auch ein Stück weit schmerzhaft. Also zu sehen, dass das eine Land, was eigentlich immer so entwickelt war, einen Schritt zurück macht. Und dann, man kannte es schon so ein bisschen aus den Nachrichten, aber dann erlebt man das echt vor Ort und dass die Leute, also viele, die man kennt, dadurch ein bisschen mehr in Armut geraten teilweise, dass sie echt sagen, nee, diesen Winter heize ich nicht. Also ich habe so Gespräche mitgehört von Menschen, die gesagt haben, nein, ich heize nicht, ich glaube, ich mache Feuer. Also ich hole mir einen Kamin oder sonst was oder nee, ich heiz einfach nicht oder ich mache es dann halt irgendwie 18 Grad. Und das sind Sachen, die ich vorher nie von Deutschen gehört habe und die mich schockiert haben. Geht mir natürlich erstmal nahe und in dem Song habe ich das natürlich mit einem gewissen lachenden Auge dann kommentiert. Aber ja, das ist traurig. Traurig, die Situation, die da vor sich geht. Sagt jemand aus einer einigermaßen gesicherten Situation, du hast auch eine Vorwurfszeile an Deutschrapper, die könnte man, glaube ich, auch auf Deutschpopper und deutsche Schlagersänger übertragen. Deutschrapper bereisen die Welt, aber nicht China. Ja, das ist auch so. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Wir wissen übrigens auch nichts über die Ukraine oder die ukrainische Kultur, die zum Teil auch unterdrückt wird. Wir wissen auch ziemlich wenig über die russische Kultur. Wir wissen relativ viel, viele amerikanische Rock- und Pop-Songs, aber eben nichts aus China. Welchen Reichtum, außer mit deinem Song und deinem Video, gilt es da zu erschließen? Kulturellen Reichtum. Ja, der kulturelle Reichtum. Oh, ich stelle das mal ganz kurz ab. Das ist live. Ja. Die Eismaschine hat sich gerade eingeschaltet. Ich glaube, das macht sich nicht so gut in der Aufnahme. Ich Wir stelle haben es sie nicht gleich gehört. wieder ab. Es ist sehr nervig, sonst warte ich kurz. Überhaupt nicht. Man hört sie Ah, gar nicht. okay. Ja, gut. Dann ist ja gar nicht so schlimm. Also, Moment. Kultureller Reichtum, kultureller Reichtum. Genau. Ich finde chinesische und natürlich auch allgemein asiatische Kultur, aber vor allem chinesische, wird immer als sehr fremd wahrgenommen. In meiner Jugend natürlich auch selbst gehabt, dass für mich, ich wollte in meiner Jugend nach Amerika. Ah, das fand ich interessant und dort wollte ich eigentlich rumreisen. Und Asien, das war immer so, nee, viel zu fremd und warum soll man dorthin? Und ich glaube, dass sehr viele Deutsche bis heute genau diesen Eindruck haben und da einfach auch kaum Interesse daran haben. Es ist einfach fremd und man kann gar nicht verstehen, warum gibt es überhaupt diese Menschen und diese Kulturen und das muss ja ganz komisch sein. Und wenn man das Ganze aber kennenlernt, merkt man eben, dass vieles besser ist, ne? Gerade auf kultureller Ebene. Die Menschen sind viel sozialer, viel, viel herzlicher, viel offener, was natürlich auf viele Länder zutrifft, die eben nicht Deutschland sind. Aber gerade chinesische Kultur, da ist sehr viel zu entdecken. Und es ist natürlich immer sehr schade, wenn genau das nicht gemacht wird oder eben da halt Ignoranz herrscht. Und irgendwie werden wir in einer deutschsprachigen Mediengesellschaft, werden wir dauernd mit ja, amerikanischer Kultur konfrontiert und die kennen wir besser als unsere eigene und übernehmen die auch. Aber asiatische Kultur, nee, da kennt man halt gar nichts. Das ist halt schade. Weil auch ich persönlich als Deutscher, der hier ist, ich habe sehr viel von chinesischer Kultur angenommen, also Sachen, die ich schöner finde. Und es kann nur bereichern, dann. Ne, wenn man mit Kulturen in Austausch kommt, man nimmt ja immer das, was besser ist, auf und man versucht, die Sachen abzulegen, die schlecht sind und wir können uns eigentlich nur verbessern. Das heißt ja nicht, dass wir unsere Identität dadurch verlieren. Wenn man die Musik von dem Song hört, dann ist das eigentlich eher europäische Popmusik. Man hört relativ wenig die chinesischen Klänge, die wir hier in chinesischen Restaurants gelegentlich vorgedudelt bekommen, die mich offensichtlich ein bisschen befremden, weil sie immer so vom
von der synthetischen Keyboard kommen. Du bist jetzt in einer Situation, in der du in China sehr bekannt bist. Früher hat man, als ich meine ersten Songs geschrieben hatte, auf meinem Stadtteil gesagt, du bist ein Weltstar in Bornheim. Also das war mein Frankfurter Stadtteil. Du bist da richtig in großen Zahlen unterwegs. Was ist der Unterschied zwischen den Plattformen, die uns hier bekannt sind, und den Plattformen, auf denen du deine Songs vervielfältigst? Was der Unterschied ist... Wenn sie vielleicht erstmal das... Ja. Also erstmal, ich würde mal so, was Videos angeht, von in Europa haben wir jetzt die zwei großen Plattformen, TikTok und YouTube. TikTok natürlich eher für Hochkant und kürzeren Content und YouTube für längeren Content im Horizontalformat, wobei sich das mittlerweile bei uns vermischt und in China sowieso, denn aus China kommt ja TikTok. Und in China haben wir das chinesische TikTok, das heißt Douyin. Und es gibt noch zig andere Plattformen, aber der Einfachheit halber nenne ich mal Bilibili als Pendant zu YouTube. Ja. Das ist auch die Plattform, auf der ich den meisten Erfolg hatte mit meinen Musikvideos bisher. Was heißt Erfolg in Zahlen? Erfolg in Zahlen, bei Musikvideos waren das mehrstellige Millionensachen. Ich war in der größten chinesischen Rapcasting-Sendung dabei und natürlich auch meine Live-Performance zu sehen ist und so. Die wurde jetzt knapp 900 Millionen Mal gesehen. Ja. Und ja, meine viralen Hits sind alle mehrere Millionen auf jeden Fall. Und auch oftmals geklaut. Also ich kann bei vielen Sachen dann nicht sagen, boah, wird das jetzt 10, 20, 30 Millionen Mal gesehen, weil dann viele Leute einfach die Musikvideos klauen und woanders hochladen und dann kriegst du hier nochmal eine Million, dann wird es abgemahnt und dann ist es wieder weg und es ist ganz schwer einzuschätzen, wie weit da das teilweise die Reichweite war. Ne? Aber es war schon ganz nett auf jeden Fall. Und wenn man da von Unterschieden reden will, ein ganz, ganz, ganz markanter Unterschied ist, dass die Plattformen Abnahmen machen. Ja? Im Sinne von, also im Westen würde man von Zensur sprechen. Ist es ein Stück weit auch. Es ist halt so, dass China... Haben wir im Westen auch. Du hast da keine Abnahme. Ja. Du wirst einfach mit manchen Contents runtergeschaltet und gedrosselt. Ganz genau, ganz genau. Da gibt es Überschnitte. Und zwar muss man in China unterscheiden zwischen einerseits dem Gesetz durch die chinesische Regierung. Die haben Gesetze, wo drin steht, was man darf in Medien und nicht. Ich darf zum Beispiel keine... Ich darf über nichts Kriminelles sprechen. Ich darf jetzt, ne? Also würde ich jetzt ein Video machen wollen, wo ich im Gras rauche, was ich nicht tue, und das in China hochladen, das wäre verboten. Und da machen die Plattformen, bevor ein Video veröffentlicht wird, erstmal eine Abnahme. Entweder macht das ein Mensch oder die KI, die prüft, ist dieses Video überhaupt gesetzeskonform. Ja? Dann natürlich hat jede Plattform noch seine eigenen Richtlinien, ne? Die noch dazukommen. Die natürlich auch YouTube und TikTok haben, die natürlich alle ihre Richtlinien. Die Leute, die ein bisschen da unterwegs sind, wissen, dass TikTok strenger ist als YouTube. Und genauso spiegelt sich das auch in China wieder. Und zwar ist Douyin, was das Pendant zu TikTok ist, viel strenger als Bilibili, was das Pendant zu YouTube ist. Daraus resultierend wurden eigentlich fast alle meine viralen Hits von der einen Plattform Bilibili auf der anderen Plattform Douyin direkt geshadowbanned oder direkt gesperrt. Ja, weil es dann halt nicht weil es dann nicht den Plattformrichtlinien entsprochen hat. Ja. Das heißt, da wurde immer das Wachstum eingeschränkt und auf der anderen Plattform, die kleiner ist, ja, bis zu einem gewissen Punkt konntest du halt kommen. Aber ja, das ist so der Unterschied. Die Regeln, die Plattformrichtlinien sind alle strenger als in Deutschland. Dadurch, dass ich jetzt aber seit über einem Jahr auch in Deutschland aktiv bin, habe ich halt gemerkt, ist der gleiche Scheiß in Grün oftmals. Es ist zwar nicht so streng, aber wenn du zum Beispiel geshadowbanned wirst, hast du im Vergleich zu China den Nachteil, dass du gar nicht dagegen ankommst. Ja, also du bekommst keine Nachricht darüber. In China ist das relativ transparent mit Shadowbans. Es wird dir so mehr oder minder mitgeteilt oder du hast wenigstens Kontaktpersonen. Und im Westen ist es so, wenn du einen Shadowban hast, dann hast du den halt
Und das sagt ja auch keiner, was die Plattformen behaupten sogar, dass es den nicht gäbe. Aber ich habe ihn schon erfahren. Ich hatte auch TikTok ein Video. Das hatte sogar einen Sponsor, also ne, ein bezahltes. Und das ist bei 300.000 Aufrufen stehen geblieben und ist nicht mehr gewachsen. Und auf YouTube und Instagram ist es auf die Millionen hoch und ist super schnell gewachsen. Da habe ich mir so, wann bleibt das bei TikTok stehen? Ja. Und dann habe ich den Creator Support angeschrieben, ja, was ist damit los? Und die so, nee, alles gut mit dem Video. Alles wunderbar, mach dir keine Sorgen. Ja. Glücklicherweise kenne ich aber auch jemand intern bei der Plattform und der hat nachgeschaut und gesagt, ja, du hast einen Shadowban. Nee. Ja, warum Ja. das? Ja, an einer Stelle sitzt du im Auto drin. Ich saß nur in einem stehenden Auto drin. Für eine Sekunde. Ja, wurde vom Algorithmus wohl eingestuft als Fahren am Steuer und ist gefährlich und deswegen Shadowban. Nein. Also, ja. Und das sind so die Situationen, die man im Westen erlebt, wo ich mir so sage, so, okay, weiß jetzt gar nicht, was gerade besser ist, dass es unwahrscheinlicher ist, dass ich einen Shadowban bekomme, ne, wenn ich im Westen veröffentliche, aber dann habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit, den zu heben, außer ich habe richtig geile Connections. Oder halt, es ist wahrscheinlicher, dass ich ihn bekomme, aber ich kriege wenigstens Feedback, warum, und kann das Problem beheben, so wie es in China ist. Aus Creator-Sicht irgendwie beides Kacke. Du hast es gesagt, in Deutschland ist das dasselbe in Grün. Also, du bist ja hast ja Marketing-Tools und Giveaways und anderes auch in einer deutschen Firma gemacht, bist da nicht so gut. Und dann hast du das in China gemacht. Du bist also, wie ich übrigens auch, ansonsten hinkt der Vergleich, also meine Gold- und Platin-Schallplatten noch aus der Vinylzeit im Hintergrund stinken gegen deine Umsatzzahlen erheblich ab, aber dennoch war ich irgendwann mal gezwungen, Unternehmer zu werden. Das heißt, ich musste selber, um überhaupt meinen eigenwilligen Stil, Texte zu schreiben, Musik zu komponieren, durchzusetzen, mich auf die unternehmerische Ebene begeben. Du auch. Welche Stimmt. Erfahrungen hast du gemacht? Wie sagt man immer so modisch, was macht das mit dir? Ja, also sagen wir mal ehrlich, wenn man den Entschluss zieht, sein Hobby zum Beruf zu machen, will man natürlich eigentlich nur das eine machen, aber ich bin irgendwann durch den Erfolg an den Punkt gekommen, so einerseits, okay, jetzt ist endlich Geld drin und man kann das als Beruf ansehen, aber ja, jetzt musst du auch eine Firma gründen und hier alles verwalten und schauen, dass alles läuft und es nimmt immer mehr Zeit ein. Ja, und dann wird es immer mehr zum Laster, was ursprünglich ein Hobby war und macht immer weniger Spaß, vor allem wenn es mit Verpflichtungen natürlich zu tun hat. Daher ist auch immer Abwechslung sehr schön. Aber ja, diese ganzen Verwaltungssachen, die da kommen, sei es natürlich auch mit Werbekunden, Verhandlungen zu führen, all diese Scheiße, es ist ganz schlimm und ich würde am liebsten alles abgeben, aber sobald man was abgibt, läuft alles meist sehr viel schlechter. Also da gute Menschen zu finden, die ihm was abnehmen, aber dann nicht noch räudig viel Geld verlangen, das ist natürlich super schwer. Und ja, da schlage ich mich auch schon sehr lange mit rum. Ich habe es jetzt auch dadurch, dass der deutsche Markt mich dazu gekommen ist und ich diese Vlogs und so mache. Das ist ein riesen Produktionsaufwand, den bisher nur ich selbst machen konnte, weil sie halt bilingual sind, deutsch-chinesisch. Da kann man auch nicht mal eben einen Cutter finden, der einem das schneidet. Und da ist für mich jetzt auch der nächste Schritt, eine Produktion aufzubauen mit mehreren Menschen, die dann daran schneiden. Das ist alles ein großer Aufwand. Da ist Geld, muss man natürlich gut Geld auf der Kante haben, damit man Leute auch bezahlen kann. Schlimm, hab ich auf alles gar nicht Bock, aber muss halt sein, ne, um weiterzukommen, um weitermachen zu können im Leben. Bei mir war das so, ich bin ja auch Psychologe, ich habe das beobachtet, wenn ich mit meinem Musikverlag oder mit der Schallplattenfirma diese ganzen Prozedere hatte, die du gerade beschreibst, dann war ich 48 Stunden zumindest für Liebeslieder lahmgelegt. Ich konnte also einfach nicht mehr schreiben, ja. Das ist, ja. Also du kannst dann, wenn du das Detail in der Liebe beschreibst, komme ich jetzt gleich zu. Ist das Geschäftsmannsein regelrecht Gift für die Seele? Ja, also
Also, wenn ich das mal kurz kommentieren kann, heute ist gerade mein Release-Tag von meiner neuen Single Alles China, ja. Und ich habe für die Single jetzt mit einem neuen Vertrieb, einem deutschen Vertrieb, einem renommierten gearbeitet. Ja, die haben es komplett vermasselt. Denn es war halt auch so, ja, mach über uns und wir können dann auch mit nach China übernehmen und so. Und vorher habe ich immer getrennt released, also über zwei Vertriebe, im Westen und in China. Ja, natürlich, die chinesischen Vertriebe sind auf China spezialisiert, macht erstmal Sinn. Und meint, na nee, wir können alles auf einmal und coolen und dann können wir den Vertrieb von China, von Deutschland aus aufbauen und in Zukunft kannst du dann auch andere Artisten nach China bringen. Im Endeffekt ist heute die Single erschienen und in China ist sie nur auf einer Plattform erschienen. An die anderen wurde es gar nicht richtig ausgeliefert. Und auf der einen Plattform, wo es erschienen ist, sind nicht mal Lyrics dabei und in China geht gar nichts ohne Lyrics. Überhaupt Ah. nichts. Ja, Also, und deswegen bin ich Fuchsteufelspilz, Gesichtsverlust, Riesengesichtsverlust in China. In weiser Voraussicht habe ich keine Vorpromo gemacht in China, sondern ich warte, bis alles geregelt ist und dann kommt die. Aber ich habe schon zwei Vlogs, oder nee, ein, ich habe gerade diese Woche zwei Videos in China rausgehauen, wo ich das halt auch erwähne, dass die Single kommt. Und jetzt ist halt so, die beiden Videos sind auf der Plattform in den Trends und sind gerade sehr stark am Wachsen und die Leute fragen sich, wo bleibt die Single? Und ich könnte kotzen momentan und brauche jetzt möglichst schnell einen neuen Vertrieb, der auch was macht. Ja. also, Zuschauer, wenn ihr einen Vertrieb kennt, meldet euch bei Mozart auf Deutsch. Dann werden wir mal unsere Beziehungen spielen lassen. Ich habe das gerade gesagt mit den Liebesliedern, die ja so eine eigene Art der Kreativität abrufen. Das ist nicht wie beim politischen Lied, was ich auch viel geschrieben habe. Das kann man auf Zuruf machen, ein Liebeslied. Da muss schon irgendwas anschwellen. Muss Jetzt man meine in der ich Stimmung sein, ja. nicht, ja, jetzt meine ich nicht im Leib, sondern in der Seele. Du hast in deinem Alles China auch sehr private Aspekte. Es geht um verflossene Liebe, es geht um gegenwärtige Liebe und dann taucht eine Gurke auf. Es taucht auch auf, dass Tinder für die Deutschen so eine tolle Sache ist und dass für die Chinesen das dann immer bedeutet, dass man auch blauäugige Kinder will. Da reimt sich dann Tinder auf. Ja. Dann taucht plötzlich eine Gurke auf, die ja ein unmissverständliches Symbol ist, die pikst. Warum ist die gepikst? Warum ist sie gepixelt? Ja, weil die natürlich einen symbolischen Charakter hat. Was Nein. wir schon ahnen. Ja, was wir Ist schon sehr ahnen. lieb, ist ein, sie hat eine phallische Form. Was soll man da noch groß zu sagen? Ne? Also. Und dann an so einer Stelle, wo man über solche Sachen redet, im Video. Aber das Verpixeln, das hat die Videoproduktionsfirma gemacht, aber fand ich sehr lustig. Passt doch gut an der Stelle. Hat ja meistens. Da habe ich nur wiederum Angst, dass das Video in China dafür geshadowbanned wird. Aha, na gut, es, Gut, ja, wenn. feministische Organisationen bei uns auf den Trichter kommen, kann dir es genauso passieren, nur dann ist es nicht der Staat, sondern die feministische NGO, die dich bannt. Aber nochmal dazu, wie kann ein Lied, was alles China heißt, so viele private und teilweise intime Details beinhalten? Naja, ich lebe ja seit über 8 Jahren in China und habe hier so meine Erfahrungen gemacht und manche Erfahrungen sind halt, ja, sind halt echt tatsächlich Klischees, die man teilweise auch bestätigt haben. Also ich glaube, wenn Chinesen diesen Song hören werden, ich glaube, manche werden ein bisschen allergisch auf die Textzeilen reagieren, wo ich halt von einer chinesischen Ex erzähle. Aber ich glaube, manche werden es auch fühlen. Weil es gibt halt eine Art chinesische Frau, die halt so ist. Das sind halt die Prinzessinnen, die reich aufgewachsen sind, weil die Eltern zu der ersten reichen Generation gehören, die halt komplett ja, als Prinzessin aufgewachsen sind. Und so eine war das halt, das ist auch schon Ewigkeiten her. Das habe ich auch nur aus Jux erwähnt. Es hat ja gut gepasst mit diesem Tinder-Ding, auch dass ich da eingegangen bin. Was übrigens auch dadurch entstanden ist, dass allein in meiner Zeit, als ich noch aktiv Chinesisch gelernt habe und dann im Internet einfach mit super vielen Fremden gechattet habe, um es anzuwenden, damals gab es halt echt ein Programm, wo du so mit random
Chinesen reden konntest. Und da haben einfach so viele fremde Chinesinnen mit mir gechattet und dann gesagt, sie hätten gern einen weißen Freund und würden gerne blauäugige Kinder bekommen. Und das ist ja sowas von surreal. Ne? Du fühlst dich ja auch voll verarscht in dem Moment. Das sind natürlich auch alles Kontakte, aus denen keine Freundschaften entstanden sind, die man nie getroffen hat oder so. Ich war ja damals auch in Berlin, habe einfach nur ein bisschen mein Chinesisch anwenden wollen und die sind irgendwo in China auf dem Dorf oder so. Ich habe unzähligen chinesischen Frauen dann auch so meine Meinung gesagt, so ganz so nach dem Motto: Ey, du kannst nur Chinesisch, du willst dir jetzt aber irgendeinen Weißen im Westen angeln, um blauäugige Kinder zu bekommen. So erstmal ist es vollkommen unrealistisch. Wenn du dann einen findest, ist das ein richtiger Loser. Ja, du sprichst seine Sprache nicht, er spricht deine nicht. Ja, zweitens, wenn ihr Kinder bekommt, werden die nicht blauäugig. Und was ist es überhaupt? Wie komisch ist das? Das ist halt auch ein Klischee in China. Das sind wiederum eben natürlich oftmals die Menschen, die nicht mit so guter Bildung aufgewachsen sind und noch das Klischee vom weißen Mann haben als, das ist halt Rassismus, ne? So, also ist eine Art positiver Rassismus. So wie es Weiße gibt, die denken, dass Weiße besser sind, hast du halt auch Chinesen, die denken, dass Weiße besser sind und deswegen wollen sie einen, weil es in gewissen Orten immer noch ein Statussymbol ist. Und vor über 10 Jahren, als ich angefangen habe, Chinesisch zu lernen, war das noch sehr viel prävalenter. Heutzutage ist das nicht mehr so ein Ding. Heutzutage gibt es zum Glück eine Rückbesinnung, dass die eben merken, die Chinesen sind auch ziemlich cool, ja, und sind eh alle gleich und es kommt nicht so krass auf deine Hautfarbe an. Chinesen können genauso was reißen und zum Teil halt viel mehr. Und viele Chinesen merken auch, vor allem dieses Klischee von der weiße Reiche ist auch nicht mehr. Wenn du einen Reichen willst, dann solltest du lieber in China gucken. Also da verändert sich ganz viel, aber das habe ich halt damals noch viel miterlebt. Darauf spielen die Zeilen an in dem Song. Und dann kommen halt aber die Zeilen von der Ex, die halt natürlich erstmal so ein bisschen das Gegenteil war. Also klar, war eine Chinesin, aber da halt eine privilegierte Reiche, die jetzt nicht mit mir zusammen war, weil sie dann so eine Art Status wollte. Aber da hat man auch Sachen erlebt, ne? Also, das waren so Sachen wie, oh, wir müssen immer ein Taxi nehmen, wir dürfen nie Bus fahren, selbst wenn wir in einer Region sind, wo wir kein Taxi bekommen und all solche Sachen, wo du als Deutscher denkst, so, Alter, was geht ab bei dir? Ja, solche Sachen habe ich da erlebt. Wenn du sowas natürlich einem normalen Chinesen erzählst, sagt er auch so, Alter, was sind das für Leute, ne? Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, ich halte es jetzt nicht in die Kamera, weil Zuschauer kennen es, Pornografie und Klassenkampf, und die Untertitel ist: Für eine materialistische Psychologie, etwas, was eigentlich auch in China sehr verbreitet ist als Psychologie, also nicht die von Sigmund Freud, sondern die, wo man sagt, aus dem Alltag, aus dem Beruf, aus dem Tätigwerden der Hände mit dem Hirn erwachsen auch Vorstellungen, wie zum Beispiel auch pornografische Vorstellungen. Da ist jetzt also die Frage: Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Dinge, die du empfindest, die du in Liedtexte reinnimmst, auch wie so eine Camera obscura, ein umgedrehtes Bild dessen, was du sozial erlebst und was dich im sozialen, politischen Alltag stört, dann quasi verarbeitest? Ja, ich meine, teilweise schon, ne? Also vorhin hatten wir das Beispiel mit von wegen Heizkosten in Deutschland, was ja erstmal mir persönlich nahe geht. Und das feiere ich ja nicht, wenn die Leute um mich herum jetzt kein Geld mehr haben, um zu heizen. Aber in den Texten selbst wird sich drüber lustig gemacht, ein bisschen ein Stück weit, ne? Das ist natürlich einfach der künstlerische Aspekt in dem Moment. Ich muss ja nicht meine Gefühlslage zeigen, sondern einfach das Ganze kommentieren. Ja, da ist es schon teilweise, dass man es umdreht. Wenn du arbeitest jetzt, um deine Heizkosten zu bezahlen, und du kriegst ganz besonders auf die Nuss im Betrieb, dann wirkt sich das manchmal auch aufs Intimleben aus. Also, Hat meine. das bestimmt auch. Aber was hat das mit künstlerisch zu tun? Ich verstehe das gar nicht. Naja, also du hast jetzt, sagen wir mal, eine Vorstellung
von einer sehr zarten, sehr engelhaften Frau und bist eigentlich im Betrieb sehr dreckig und ganz unengelhaft behandelt worden, dann entspricht sich das. Dann ist das so eine Art seelische Auspufferung dessen, was du erlebt hast. Das ist so eine dieser Elemente der materialistischen Psychologie. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich finde, gerade in der Rap-Musik ist das so ein bisschen, man lässt oft, man zeigt einen kleinen Teil seines Charakters. Ja, also viele Rapper sind ja in der Musik härter, wütender und das ist bei mir nicht immer so, aber teilweise auch, dass ich gerade die wütende Seite rauslasse, einfach sich austoben, wo andere vielleicht boxen wollen oder so, lasse ich das gern zwischen den Zeilen aus und das hilft mir dann auch mental und das hat in der Jugend schon angefangen, das ist alles, was mir auf dem Herzen lag und ganz viel Wut in mir gemacht hat, dass ich das in die Texte geschrieben habe und dann ging es mir besser und deswegen klingt oftmals Rap übermäßig wütend, aber die Hörerschaft, die kannst du auch hören, nachvollziehen und oftmals geht es den Menschen besser, weil die natürlich ähnliche Gefühle auch erleben. Deswegen spiegelt oftmals, finde ich, Musik oder vielleicht auch Allgemeinkunst nicht ein Mensch komplett da, aber auf jeden Fall diesen Teil eines Menschen, den viele Menschen halt haben. Und Rap drückt das halt auch viel ehrlicher aus als alles andere. Wenn du zum Beispiel auch sagst, ey, ich kann nicht nachvollziehen, warum alle Rapper fick deine Mutter sagen, es ist genau das. Manchmal willst du einfach um dich rumfluchen und es rauslassen. Und in der Musik wird gerade genau das gemacht, was du vielleicht im Alltag nicht kannst. Ja? Da kannst du nicht jedem ins Gesicht spucken und den anschreien und so. Das kann man sich ab und zu mal leisten, aber bloß nicht jeden Tag, aber in der Musik. Ja, klar. Und wenn man das hört und man hat diese Gefühle, das tut gut. Auch wenn es erstmal sich ein bisschen komisch anhört. Das, was Marketing-Merch anbetrifft, ist ja meistens nicht so rausgekotzt, nicht so wütend, sondern muss ja einer sehr breiten Mehrheit auch gefallen. Vielleicht zeigst du uns mal, was du jetzt für dein neues Album, für die neue CD und die Single an Merch auf den Markt bringst. Hast du so eine, ich habe gehört, das ist eine Tasche? Ja, tatsächlich gar nicht verbunden mit der Single. Wurde ich auch gerade darauf hingewiesen, dass ich das mal hätte machen sollen. vollkommen verpasst, aber unabhängig davon. Ich habe immer dieses Shirt an, da steht Shenzhen drauf in chinesischer Kalligrafie. Ist auch das Logo drauf und alles, aber egal. Die Shirts lasse ich momentan noch in Deutschland produzieren und mittlerweile mache ich hier in China ganz lokal diese Taschen. Das sind, die habe ich eigentlich privat immer schon getragen und dann hatte ich die in meinen Videos an und ganz viele Deutsche haben kommentiert, dass die Tasche geil fanden. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann produziere ich die doch gerne mal und schicke die nach Deutschland, um es zu testen. Was für mich auch den riesen Vorteil hat, ich kann hier direkt vor Ort in die Fabrik gehen. Es hat bessere Qualität, als wenn es aus Deutschland wäre, denn Deutschland ist ja nicht spezialisiert auf sowas. Hier kriegst du halt von Scheißqualität bis zu super hochwertiger Qualität ja alles. Also hat ja einen Grund, dass auch die ganzen Luxusmarken hier mit produzieren. Und genau das. Also ich in der Fabrik war, habe ich auch andere bekannte Marken gesehen, die dort auch produzieren. Ja, kann ich natürlich nicht beim Namen nennen, aber das ist schon sehr gut und bin ich auch sehr froh drüber, dass aus meiner Sicht die Menschen dann lokale Qualität bekommen und nicht irgendwas aus Deutschland, was vollkommen überteuert ist. Und was selbst sogar, was hier diese Zipper, zum Beispiel in Form meines Logos, ich weiß nicht, ob du die Zacken da drin siehst, aber das Logo, das ich hier habe, das ist halt auch genau das. Also es ist bis aufs Letzte individualisiert. Was heißt das, was da drauf steht? Moment. Also man liest es Tian International. Ja, in INTL natürlich kurz für International. Und Tian, das klingt erstmal chinesisch. Was natürlich zu meiner Marke passt. Aber es ist entstanden daraus, ich habe ja schon sehr früh mit Rap angefangen, schon mit 13 und als ich 2009 bis 11 in Paris gewohnt habe, habe ich meinen damaligen größten Deutschrap-Hit gemacht. Der hat jetzt noch über 200.000 Aufrufe von 2011. Der heißt Anti. Und in dem Song Anti habe ich als erster deutscher Rapper den französischen Slang namens Verlan ins Deutsche übertragen. Im Verlan werden
Wörter genommen und anhand der Silben, die Silben werden durchgetauscht und dadurch entstehen neue Wörter, die zu Slangwörtern werden. Und ich habe das als erster deutscher Rapper ins Deutsche übertragen. Und Verlan ist eigentlich auch nur, eigentlich heißt es L'envers. Und wenn man bei L'envers die Silben dreht, dann ist es Verlan. Und das ist dann, ne, L'envers heißt andersrum, ne? Und Verlan ist der Name dieser Sprache. Und in diesem Fall hieß der Song Anti. Anti im Sinne von dagegen, dass, also der hat so ein bisschen ausgedrückt, dass alle Menschen auf der Welt eigentlich so eins sind und so gegen Staatsgrenzen und na, einfach so gegen Rassismus und so. Da war auch ein Feature mit Marokkaner drauf. Deswegen hieß das Ganze Anti und ich habe die Sprache dann halt auch, weil Anti ja auch ein bisschen andersrum ausdrücken kann, habe ich die dann Ti-An genannt. Also Anti, Ti-An. Und basierend auf diesem Ursprung und mit dem Gedanken von, ja, von Freiheit, von Gleichheit von allen Menschen auf der Welt, ne, als jemand, der durch die Welt reist und ne, der da super offen ist, habe ich diesen Gedanken von damals genommen und heutzutage meine Marke daraus gemacht. Also meine Firma heißt auch so. Das ist der Gedanke hinter Tian. Und ja, passenderweise, Tian sind halt auch chinesische Silben, die es auf Chinesisch gibt. Passt also sehr gut. Letzte Frage. Ich komme ja mit einigen Rap-Floskeln, die es in Deutschland wie in deinen Songs und deinen Songs gibt, nicht so richtig klar. Also warum immer wieder da kommt, fuck deine Mutter, verstehe ich nicht. Ein Gefühl, was mir ziemlich fremd war, bleibt. Warum das immer kommt, aber das hast du auch in arabischen Rap-Songs oder auch Pop-Songs, also harten Hardcore-Songs. Du hast Chinesisch und Deutsch und manchmal auch Englisch kombiniert. Ist das Deutsche dann immer die Übersetzung des Chinesischen? Und wie kommt jemand damit klar, dass er die drei Sprachen durcheinandergewirbelt bekommt? Vielleicht eine kleine Gebrauchsanweisung zu dem Song, den wir gleich sehen werden. Ja, also eine Übersetzung ist nicht. Also wenn ich im Song die Sprache wechsle, dann habe ich beim Schreiben auch die Sprache gewechselt. Da habe ich einfach gemerkt, die nächsten Zeilen, also das kommt dann ganz natürlich. Ich schreibe es gerade auf Deutsch und dann merke ich so, nee, jetzt passt ihm gerade Chinesisch. Also mir fällt da einfach was ein, was auf Chinesisch mir einfällt und hier passt. Ja, in dem Song ist es halt ein Stück weit auch so designt, dass die ersten Zeilen so geschrieben sind, dass, ne, die sind auf Deutsch, ein Deutscher kann die verstehen, haben auch so ein bisschen, ne, diese leichte Satire da drin, so gegenüber Deutschen und der aktuellen Situation. Und dann kommt halt der Switch zum Chinesischen und das ist ein bisschen wie eine andere Persona, die da reinkommt. Das ist ein bisschen wie der Chinese, der jetzt reinkommt, wie so mein chinesischer Alter Ego, der halt noch extremere Aussagen macht. Und zwar gibt er so ein bisschen den Klischee-Chinesen ab aus Sicht eines Deutschen. So, ja Mann, ich bin hier jetzt in Deutschland und ich guck mal, wenn ich einen Hund sehe, dann ist das für mich Fleisch zum Essen. Ich zeig darauf und ich will den, ja. Und weißt du was, wenn du mir jetzt nicht zubereitest, gehe ich zu McDonald's und mir einen Hundeburger. Ne? Ich bin Chinese, weiß Bescheid. Und dann, ne, das alles aber auf Chinesisch. Und dann aber im nächsten Atemzug die Aussage, also wer das glaubt, kann auch nur ein Deutscher sein, ne? Sehr Ja. gut. Also jetzt. Ja. Übrigens auch ganz kurz auf Chinesisch hört sich nämlich, da ist es noch viel geiler, weil ich da eben nicht nur sage, wer das glaubt, muss Deutscher sein, sondern wer diese Hundefurztexte glaubt, kann nur ein Deutscher sein. Beziehungsweise noch so ein bisschen abwertender Begriff für Deutsche. Also Also. Hundefurztexte, das ist so ein, also blöde oder Scheiß kann man halt auf Chinesisch Hundefurz sagen, was natürlich so noch so gut zu diesem ganzen Hundememe passt, was ich da aufbaue. Ne? Also ich sag erst genau das, wie ein Deutscher sich ein Klischee-Chinesen vorstellt und so, Alter, ihr habt so ein komisches Bild von uns. Ne? Also wenn du das gerade geglaubt hast, sorry, Alter. Besten Dank, Score. Beste Grüße nach China. Und jetzt für unsere Zuschauer viel Spaß mit dem Video. Alles China, ja. Dankeschön. Alles China, ja! Yeah! Gym mit Boten der Regierung und auch gern mit der Mafia. Rapper laufen, tanzen bei dem Wort wie Ballerina. Medien machen Angst und ja, das ist alles China. Alles China, Papa. Alles China, ja! Yeah! Yeah!
willkommen in Shenzhen, willkommen in China. Komm in meine Hood, häng mit den Kriegern. Ja, und demnächst dann Score mit Alles China, auch bei uns in ganzer Länge bei Modes, wenn es dann richtig bei uns veröffentlicht ist. Ja, wir haben heute den Zuschauerrekord geknackt, weit über 10.000 Live-Zuschauer. Und dann haben wir natürlich in den nächsten Tagen auch die einzelnen Clips, die dann immer noch mal auch zusätzlich ganz hohe Zahlen bringen, meistens noch höhere als die längere Sendung. Und jetzt haben wir hier auch einige Kommentare und da freue ich mich dann sehr über den Kommentar von Pablo auf YouTube. Grüße, lieber Dieter, ich verfolge dich mit großem Interesse aus Bischofszell in der Schweiz. Wolfgang auf YouTube. Anstatt des Begriffs Feind ist es doch sinnvoller, den Begriff Gegner zu nutzen, auch mit Sprache kann und sollte, ja muss man Abrüstung betreiben. Völlig richtig, brauche ich nichts zu kommentieren. Kiyu auf YouTube. Letzten Endes geht es doch nur darum, mit dem Querfrontvorwurf Herrschaftskritik zu unterdrücken. Das wollte ich jedenfalls ausdrücken. Mit dem Begriff Querfront oder mit diesen ganzen anderen Kampfbegriffen sollen vor allen Dingen Menschen auf der Straße, auch Wählerschaften, auseinandergetrieben und auseinandergehalten werden. Denn wenn sie zusammen kämen, wäre das für die Herrschaft möglicherweise problematisch. Adler schreibt, ich glaube, auf Facebook, Frieden mit Russland. Kein Kommentar, schon gar kein Abwertender von mir. Und Jabel auf YouTube, ich finde es eher schade, dass man uns nach 89 nicht mehr die Wahl ließ, in welchem System wir leben wollten. Tja, das haben dann manche Medien als die Abstimmung mit den Füßen bezeichnet. Melita auf YouTube. Ich bevorzuge den chinesischen Weg, gute Handelsbeziehungen zu pflegen und sich aus den Interna anderer Länder herauszuhalten. Das heißt, man kann die Interna anderer Länder natürlich bewerten und man kann auch seine Meinung dazu sagen. Nur dieser heilige Missionsdrang nach unserem Wesen, die Welt genesen machen zu lassen, ist eine, denke ich, sehr erlässliche deutsche Untugend. Melita, es stimmt, dass Deutschland sich zurückentwickelt und leider auf vielen Ebenen, ja, glaube ich auch, aber das hängt auch davon ab, was wir tun, wo wir uns engagieren und dann letztendlich auch, wen wir wählen. Also wie gesagt, die Clips kommen und wir sind heute auch dank Dr. Peter Gauweiler, auch dank Skor, in einem absoluten Rausch der Zuschauerzustimmung und ganz happy davon. Und das nutzen wir jetzt auch für unseren Europasong, den ihr beim letzten Mal schon gesehen habt, von den Republics. Das sind einige anonyme, nicht Alkoholiker, sondern anonyme Analytiker, die sich an der EU stoßen, aber Europa begrüßen. Das ist nicht identisch, die EU abzulehnen und zu kritisieren und Europa gut zu finden. So ist der Song jedenfalls gemeint. Und irgendwann im neuen Jahr kommt dann die Auflösung, wer sich hinter diesen Stimmen an vielfachen Prominenten verbirgt. Übrigens, wir arbeiten auch gerade mit vielen Prominenten an einem Song für Julian Assange. Einige haben schon mitgesungen und das kommt dann auch demnächst. Aber jetzt erstmal der Song Europa, du bist viel zu schön. Wir sind 800 Millionen. Wir holen uns die Heimaten wieder. Nur für Gerechtigkeit. Wir sind 800 Millionen, verschiedene Sorten Volk. Darauf Patronen thronen, die uns alle gleichschalten wollen. Ja, wir holen uns die Heimaten wieder, denn alles hat hier seinen Brauch. Europa singt so viele Lieder, ja klar, amerikanische auch. Aber weg mit US-Raketen, die Killermaschinen fliegen raus. Will echt jemand knien und beten, dann doch nicht vor dem Weißen Haus. Europa, du bist viel zu schön, sollst nicht mit reichen Herren ins Bett gehen.
Frankreich schwärmt schon vom Aufstand, Deutschland von der Lorelei. Doch schwärmt die NATO von Russland, dann geht der Krieg nie vorbei. Rheinmetall killt schon ewig, da hilft nur ein scharfes Gesetz. Der Tiger braucht einen Käfig, damit er den Mensch nicht verletzt. Europa, du bist viel zu schön, soll's nicht mit reichen Herren ins Bett gehen. Europa, ich will auf dich stehen, freies Wort wieder hören und sehen. Die Liebe hat so viele Farben, der Hass nur ein hässlich Gesicht. Europa, deine Narben, die sind unsere Friedenspflicht. Wir wollen uns endlich erheben, in allen Sprachen uns wehren. Das bringt die EU zum Beben, denn Europa ist doch einfach mehr. Europa, du bist viel zu schön, sollst nicht mit reichen Herren ins Bett gehen. Europa, ich will auf dich stehen, freies Wort, jeder hört und sieht. Es starben Generationen nur für Gerechtigkeit. Wir wollen miteinander wohnen, ja, das ist jetzt an der Zeit. Europa, du bist viel zu schön, sollst nicht mit reichen Herren ins Bett gehen. Europa, ich will auf dich stehen, freies Wort, jeder hören und sehen. Ja, das war der Europa-Song und wir haben jetzt auch einen Anrufer, auch aus Europa, genauer gesagt aus Hamburg, ist es Dave. Hallo Dave. Hallo Dieter, ihr habt das Thema Taiwan angesprochen. Warum unterstützt die deutsche Regierung immer imperialistische Geopolitik der USA und immer zum Nachteil der deutschen Bevölkerung? Afghanistan, Ukraine und jetzt Taiwan am anderen Ende der Welt. Wird die deutsche Sicherheit jetzt an der Küste Taiwans verteidigt? Danke. Ja, so wie die deutsche Freiheit nach einem früheren deutschen Verteidigungsminister, nein, nicht dem Kriegsminister Pistorius, am Hindukusch verteidigt wurde. Ja, es liegt auch ein bisschen daran, dass Deutschland halt imperialistisch ist und sich zu diesem imperialistischen Block den USA untergeordnet hat. Das ist, glaube ich, die einfache Antwort. Ich ärgere mich seit meinem 16. Lebensjahr, wo ich gegen den Vietnamkrieg demonstriert habe, darüber, dass immer mit der kurzen Ausnahme von Willy Brandt deutsche Regierungen in das große Kriegshorn geblasen haben und nicht vermittelnd und nicht friedensstiftend in der Welt unterwegs waren, sondern noch Öl ins Feuer gegossen haben. Man muss in diesem Falle aber Abbitte bei Gerhard Schröder leisten, der jetzt sich sehr für Vermittlung einsetzt, übrigens neuerdings sogar in Schulterschluss mit Oskar Lafontaine, mit dem er auch lange verfeindet war, dass er damals ja in Bezug auf den Irak diesen Kriegseinsatz ebenso abgelehnt hat, wie übrigens Guido Westerwelle von der FDP als unser Außenminister auch nicht für die Bombardierung Libyens im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Hand gehoben hat. Deswegen übrigens von den Grünen zusammengeschrien wurde ohne Ende. Und vielleicht ist auch dann der Skandal, der ihm angedichtet wurde, eine Folge unserer Medien gewesen, weil er nicht fügsam war und nicht für die imperialistischste Variante in Libyen gestimmt hat, nämlich dort Bomben zu werfen auf den übrigens modernsten damals nordafrikanischen Sozialstaat, der jeden dritten Petrodollar in Bildung und in Gesundheit, also Krankenhäuser, investiert hat. Und heute liegt er in Schutt und Asche. Heute ist Libyen das Aufmarschgebiet für die Terroristen des Islamischen Staats. Auch das ist eine Folge einer falschen Politik der EU, der NATO und der USA gewesen. Wir kommen jetzt nochmal zur Lebensfreude, weil ihr könnt
euren Freunden, euren Verwandten an Weihnachten ein besonders schönes Geschenk unter den Gabentisch legen. Wir haben uns durch unseren Weinexperten Reinhard Schubert eine tolle Kreation, einen wunderbaren Cremant. Ich habe ihn schon getestet, er schmeckt super und für den Preis fast geschenkt. Jetzt also zu unserem Wein. Nomen est omen. Der Name als treffende Charakterisierung einer Sache ist hier von mir nicht ironisch gemeint. Vor reichlich 10 Jahren übernahm der Winzer Andreas Schneider zusammen mit seinem Bruder die Leitung des elterlichen Weinbaubetriebes. Am Start ist seit 20 Jahren in Deutschland eine völlig andere Weinbaugeneration. Solide theoretische Ausbildung in Geisenheim und in anderen Ausbildungsrichtungen sowie das Sammeln praktischer Erfahrungen in Frankreich und in anderen Anbauländern. Vor über 20 Jahren habe ich über die ersten Sauvignon Blanc aus Deutschland nur müde gelächelt. Andi Schneider macht inzwischen, auch dank der in Neuseeland gesammelten Erfahrungen, einen hervorragenden Sauvignon, auch schon mehrmals als bester Sauvignon Blanc Deutschlands bewertet. Heute möchte ich einen Schaumwein des Weingutes Schneider vorstellen. Es gibt 2 Voraussetzungen für die Kreierung eines sehr guten Schaumweines: hervorragende Grundweine und eine gekonnte zweite Flaschengärung. Weingut Schneider lässt, wie die meisten deutschen Weingüter, seinen Wein von Spezialisten versekten. Bis vor etwa 5 Jahren vermarktete Andi seinen Schaumwein als Riesling Sekt Brüt. Dann kam die Idee, ihn als Cremant Riesling Brüt anzubieten. Warum? In Frankreich gibt es neben dem flaschenvergorenen Champagner diverse Cremants. Cremant de Jura, Cremant de Bourgogne, Cremant d'Alsace und so weiter. Aber beschränkt auf Frankreich und Luxemburg. Einer der größten Schaumweinhersteller der Welt, die katalanische Firma Codorniu, klagte 1990 vor dem Europäischen Gerichtshof und verlangte, dass die Bezeichnung Cremant als Qualitätskennzeichnung für hervorragende Schaumweine in ganz Europa zugelassen wird. 1994 gewann Codorniu seinen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof. Seitdem ist die Bezeichnung Cremant für alle Schaumweine zugelassen, die nach strengen Richtlinien hergestellt werden. Flaschengärung, mindestens 9 Monate Hefelagerung. Die Weintrauben stammen aus einer begrenzten Region. Es erfolgt Ganztraubenpressung mit limitierter Ausbeute an Most. Gut informierte Kunden, zumal auch internationale Gäste in der Gastronomie, kennen die Bedeutung des Wortes Cremant. Es ist keine frankophile Spielerei, sondern eine vinophile Kennzeichnung für die Qualität des Champagner des Alltags. Die Umsätze des Schaumweines von Andi Schneider sind seit der Änderung der Bezeichnung in der gehobenen Gastronomie wesentlich gesteigert worden. Wir probieren heute einen 2021 Cremant Riesling Brüt vom Weingut Karl-Heinz Schneider. Der Wein oder der Cremant wurde 2020 gelesen. Die Tirage, das heißt der Ansatz der Flaschengärung, erfolgte im Juni 2021. Vorher wurden die Grundweine in 1200 Liter Stückfässern vergoren. Degorgiert wurde der Cremant jüngst, das heißt im November 2023. Kann man ausrechnen, 30 Monate Hefelager, also weit mehr als die geforderten 9 Monate. Wir haben in der Nase eine
feine, aber sehr kräftige Rieslingwürze, Zitrusfrüchte, eine sehr elegante Perlage, das hängt mit den 30 Monaten Flaschengärung zusammen. Der Cremant ist bei gut sortierten Fachhändlern erhältlich. Außerdem, wie in der letzten Mod-Sendung schon bekannt gegeben, direkt ab Weingut. Zum Wohl, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte über Mods an mich. Ja, das war Reinhard Schubert. Er hätte natürlich mal, das haben wir dann leider verdeckt von dem Etikett, vielleicht beim nächsten Mal gezeigt, wie er so schnell so eine Sektflasche aufkriegt. Ich reiß mir da manchmal die Fingernägel auf und kriege die nicht richtig auf, aber Reinhard hat das so schnell gemacht, das sieht man halt den Profi. Und hier ist das Angebot, bevor wir noch mal ein paar Kommentare aus den sozialen Medien hier spiegeln. Also der Dreier, das Dreier-Cremant-Paket 41 Euro, das Sechser 75 und das Zwölfer dann 138, natürlich das preiswerteste, kann man dort direkt bestellen und hat dann da dran auch das Etikett mit vielen alternativen Medien, also Mods auf Deutsch, mit Weltnetz TV, mit Infrarot, mit all den vielen, die eben alternativ als Medien versuchen aufzuklären, deswegen heißt das auch prickelnde Alternativen. Und wenn ihr das dann geliefert bekommt vom Weingut, dann hängt das schon dran, das Etikett. Und dann könnt ihr das so auch verschenken oder möglicherweise auch in größeren Mengen an Freunde verkaufen. Ja, Bella hat sich nochmal gemeldet. Jep, China ist ein guter Partner ohne Missionierung. Das Gegenteil der USA mit ihren Missionierungswahn und ihrem Lifestyle, den kaum jemand haben will, und ihrer üblichen wirtschaftlichen Erpressung und Ausbeutung, kann ich kaum was dagegen sagen. Und Adler schreibt nochmal auf YouTube, auch Russland und Großbritannien sind Europa. Ja, das ist wichtig. Deswegen haben wir in dem Europasong auch, wir sind über 800 Millionen. 800 Millionen, über 800 Millionen in Europa und nur über 400 Millionen in der EU. Und dann erdreistet sich die EU für ganz Europa sprechend gegen einen Teil Europas, nämlich den russischen Teil, einen Wirtschaftskrieg oder einen NATO-Aufmarsch riskieren oder auch anzunehmen und damit diesen Krieg mit vom Zaun gebrochen zu haben. Also Europa ist nicht die EU, das müssen wir auch im Europawahljahr, glaube ich, in die Bewusstseine der Wählenden, hoffentlich Wählenden, einschärfen. Und dann, dieser ganze Planet ist wunderschön, schreibt Melita, viel zu schade, um für die Interessen einiger weniger vernichtet zu werden. Deswegen ja auch die Zeile Europa, du bist viel zu schön, sollst nicht mit reichen Herren ins Bett gehen. Stine schreibt, man hatte schon immer dafür gesorgt, dass wir mit Russland keine Freundschaft schließen. Sehr wohl, da gibt es auch viele US-Quellen, was die USA alles getan haben, um einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben. Darum sage ich ja schon seit längerem nieder mit der EU für ein freies Europa. Gut. André schreibt auf YouTube, wie stände denn die Bevölkerung Deutschlands zu einem Neutralitätsstatus von Deutschland? Das machen wir am besten mal in einer Umfrage, wäre ich auch sehr gespannt. Es gab ja diese Vorschläge mehrfach, dass Deutschland neutral wird, wie damals übrigens Österreich als Folge des Zweiten Weltkriegs. Die Schweiz war immer schon neutral, das gerät ein bisschen jetzt ins Wanken und in Gefahr. Aber es ist jedenfalls Österreich, solange es neutral war, sehr gut bekommen. Sie hatten viel weniger Probleme und natürlich auch weniger Militär und konnten mehr sich konzentrieren auf die Renten. Deswegen sind in Österreich auch die Renten sehr, sehr, sehr viel höher als in Deutschland. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hatten interessante Gesprächspartner. Kommenden Sonntag dann wieder um 17 Uhr Mods auf Deutsch, dem zufolge, das wäre dann beim nächsten Mal 31. Heute hatten wir eine richtige Geburtstagsfeier, 30. Sendung von Mods auf Deutsch.
demzufolge 30. Also am kommenden Sonntag dann wieder. Und schaut euch die Clips an, sendet die Clips rum, sorgt für die Verbreitung, sorgt dafür, dass ganz viele Menschen Mozart auf Deutsch sehen und die Nachdenkseiten lesen. Alles Gute für diesen Sonntagabend und ein bisschen besseres Wetter, weniger Regen.